Immer noch sitzen wir hier in der Halle. Im Hintergrund ist ein Workshop. Ich glaube, Beetleboom heißt der gute Mann. Beetleboom? Beetlebum. Beetlebum. Und macht gerade einen geilen Workshop, beziehungsweise einen Vortrag. Einfach eine ganz tolle Sache. Also was die CS hier, die Comic Solidarity hier auf die Beine und auf die Bühne gestellt hat. Leute, der Hammer. Ich sitze natürlich nicht alleine. Ich habe wieder einen ganz, ganz tollen Gast, mit dem ich auf jeden Fall auch das ein oder andere auch kritische Thema mal besprechen muss. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin der Hannes. Hallo, der Hannes. Der Hannes von Nigu Negu und Of All Worlds Lost. Mhm. .de und .com respektive. Ja. Danke. Und ja, genau, also Nigu Negu mache ich mit einem alten Schulkameraden, mit dem ich schon aus in Schulzeiten schrullige Comics gemacht habe. Da bin ich der Zeichner. Mhm. Sozusagen Ping-Pong-Partner für Ideen. Mhm. Für die Geschichte. Und bei Of Always Lost mache ich alles alleine. Da bin ich Zeichner und Autor. Personalunion. Und dementsprechend sieht das dann doch ein bisschen anders aus. Also da kann ich sozusagen mal meine gespaltene Persönlichkeit ein bisschen ausleben. Betreust du auch diesen Panini-Account beim Panini-Forum? Nee. Fast alles, was Nigu Negu betrifft, macht Olli. Okay. Ergänze dann vielleicht mal oder so und ich twittere und Facebooke und wie auch immer, kommentiere und sowas mache ich immer über meinen eigenen Namen oder über ein Anagramm von meinem Namen, was das Ganze ein bisschen kompliziert macht und wofür Olli mich auch immer kritisiert, weil ich Social Media so ein bisschen und ja, ich bin da nicht so professionell, wie ich sein könnte, sagen wir mal. Ihr seid noch in der Professionalisierung. Ja, also der Olli hat die schon fast abgeschlossen, glaube ich. Aber ich bin da noch, ich habe da noch Nachhol- und Lernbedarf und bin ein bisschen unwillig. Dieser Account war nämlich echt so mein erster Kontakt auch zu eurem Projekt, auf das wir natürlich gleich zu sprechen kommen wollen. Ist ja auch für den diesjährigen Max-und-Moritz-Preis auch nominiert, zumindest in dieser Publikumsvorab-Auswahl, die ich bis heute nicht so ganz verstanden habe. Da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Aber vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir. Du hast gemeint, du bist der Zeichner. Wie bist du denn da so reingerutscht in diese Comicwelt? In die Comicwelt. Schon als Kind Spider-Man gelesen, ja. Und mit 12 Jahren Akira gelesen. Habe ich noch irgendwie einen Deal gemacht mit meinem Comic-Händler, dass der mir den verkauft, obwohl der irgendwie ab 18 war oder so. So einen kleinen. muss ich meine Mutter mitnehmen, dass sie da sagt, das ist erlaubt. Ja. Ich könnte dem ruhig verkaufen, wenn der hier ankommt. Und dann habe ich irgendwie 2 Jahre mein Taschengeld dagelassen, um meine Akira-Sammlung zu vervollständigen. Die vollkolorierte Akira-Fassung damals. Genau. Und das hat mich so angestachelt zum Zeichnen, dass ich dann immer weitergemacht habe, dann studiert, Grafikdesign studiert und trotzdem noch Comics weitergemacht. Und trotzdem immer, noch, schließt sich offensichtlich nicht aus. Es schließt sich nicht aus. Das eine begünstigt das andere. Also wenn du gut zeichnen oder geübter Zeichner bist, sag ich mal, empfehlen dir die Leute, ja, studier doch irgendwas mit Grafik. Und wenn man dann im Grafikdesign-Studium ist, merkt man, dass man mit Typografie und so weiter im Comic ja auch eine Menge anfangen kann. Mhm. Dann, wenn man Glück hat, bietet die Hochschule irgendwelche Aktzeichnen-Kurse an und so weiter. Und dann kann man sich da ein bisschen professionalisieren. Mega gut. Ist denn, also Nigu Negu, ist das dein Hauptprojekt? Oder gibt es da jetzt keine Unterscheidung in der Gewichtung? Gibt da, also zeitlich betrachtet, läuft beides so nebenher. Also ich mache das beides noch so, ja, aus eigenem Enthusiasmus, spekulativ sozusagen. Mhm. Und Nigu Negu hat jetzt, weil ja der Band rauskommt, der erste jetzt, am 19.06. bei Pyramont verfügbar im Laden. Da habe ich jetzt, ich weiß, jede Woche arbeite ich da so ungefähr 4 Stunden dran, im Normalfall 4 bis 8 Stunden so pro Woche zeichne ich da an den Seiten, nachdem mir Olli das Skript dann schickt, ne? Sodass wir halt diesen, eigentlich jede Woche den Rhythmus haben mit vielleicht mal Pause irgendwann zwischen den Kapiteln, einen Monat oder so, aber jede Woche eine Seite, relativ zuverlässig. Weil das Buch rauskam, hatte ich da jetzt viel, viel mehr zu tun, was das anging. Also ich musste noch ganz, ganz viel so nacharbeiten, okay, zwischen Kapitelcover und Druckvorlagen, Druckvorlagen, ja. Genau und so weiter. Deswegen hat mir das jetzt keine Zeit gelassen, viel andere Sachen zu machen. Und auf Always Lost hat ein bisschen brach gelegen.
habe ich jetzt aber auch ein bisschen was drucken lassen und bringe das hier in Erlangen auf Deutsch, weil es nur eigentlich auf Englisch ist, deswegen das .com, ne? Aha. International soll das sehen, also die meisten Leser kommen auch irgendwo aus, was weiß ich, Amerika und Russland und was weiß ich wo. Sehr gut. Nicht woher. Genau. Das war von Anfang an so konzipiert, als international aufgestellte Serie. Ja, genau, weil ich gesehen habe, dass halt in Deutschland ist es so ein bisschen Nische, in der Nische. Genau, eine Nische einer Nische, genau. Ich habe mal, diesen schönen Chart von der deutschen Buchbranche gesehen, wo dann Comic war die Unterkategorie einer Unterkategorie, davon 1% oder so. Das wirklich ist so, ja. Ja. Genau, und dann habe ich gedacht, wenn man was irgendwie Interessantes machen will und nicht nur, dann muss man das halt selber machen. Und ich glaube, die Amerikaner sind offener, was so irgendwie diese anderen Comics angeht, diese Action-Comics und diese etwas brachialeren Comics. Irgendwas, was nicht unbedingt das Bildungsbürgertum anspricht oder so. Dann lass doch mal inhaltlich auf beide Projekte zu sprechen kommen. Was erwartet den Leser bei Nigo Nigo und dem anderen Projekt? Bei Nigo Nigo Bromance, Bromance Galore. Also wir haben das Bromantic Comedy genannt, da geht es dann um zwei Jungs, die den Nerd und den so moderne Archetypen haben wir versucht irgendwie zu finden. Ja, den Nice Guy, den Nerd. Und da finden sich auch viele Leute wieder, habe ich so das Gefühl. Und sagen mir auch immer wieder Leute, auch wenn ich auf Messen unterwegs bin, aber. Und die haben Probleme mit Frauen und haben irgendwie noch nie, beziehungsweise der eine kann will seine Ex zurückgewinnen, der Nice Guy, der die ihn für einen interessanteren Typen verlassen hat. Der Nerd will überhaupt erstmal lernen, wie man Frauen überhaupt anspricht. Ja, sehr gut. Wollen ihr Liebesleben so ein bisschen aufpolieren und suchen dann so einen mystisch-exzentrischen Love-Guru auf, der sie dann über langes Hin und Her als Schüler aufnimmt. Und dann geht das los. So, ja. Gibt es jetzt auch schon ein bisschen das Projekt, ne? Ja, genau. Seit 2009 haben wir die ersten Konzepte gemacht und seit 2013 machen wir den Webcomic. Der in was für Intervallen und Größenordnungen veröffentlicht wird? Also eine Seite, also eine klassische Comic-Seite mit so 8 Paneln, so 5 bis 8 Panel pro Woche. Aha. Und dann am Ende hat man irgendwann mal was, was man auch drucken kann. Okay, und das wird also in Zusammenarbeit mit deinem Autoren dann eben erstellt. Bist du an diesem Geschichtsentstehungsprozess beteiligt oder setzt du einfach nur um, was dir gesagt wird? Teils. Also im Grunde, ganz am Anfang bin ich relativ beteiligt. Also wir treffen uns dann, Olli legt mir so die Outline vor, von dem, wie er sich das vorstellt, ne, wie das in der nächsten Zeit dann weitergeht. Wir haben so eine ganz grobe so ein ganz grobes Endgame geplant, was aber noch ein bisschen weit weg ist. Also es gibt jetzt keine fest definierte Handlung mit einem Rahmen und einem Anfang und einem Ende. Also es gibt vielleicht das, aber die Zeit dazwischen ist undefiniert. Genau, richtig. Ja, okay. Genau. Also es gibt schon sowas wie so ein Abschluss, der das Ganze abrunden soll und auch der so ein bisschen was rüberbringen soll. Ja. Aber der Weg dahin ist so ein bisschen offen und da kommt immer wieder neuer Input. Und Olli legt mir dann die Outline vor. Wir trinken Kaffee oder gehen was essen und sowas und dann besprechen wir das. Ich lese mir das durch und dann merkt man schon, dann kann ich so ein bisschen Input geben und kann sagen, ja, ich finde, der wird noch nicht richtig, also da können wir noch ein bisschen mehr beleuchten, den Charakter oder was weiß ich was, ne, da wo bei mir Fragen aufkommen, dann gebe ich da Input. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen Input, wenn das Skript, also die Rohfassung vom Skript kommt, beim Endskript, da mache ich dann gar nichts mehr, das kriege ich und das zeichne ich. So, ne? Dann mache ich vielleicht noch so einen kleinen visuellen Gag oder sowas. Kann ich noch so leicht anreichern mit meinem eigenen Dunst, so meinem eigenen Flavor. Aber da ändere ich dann nichts mehr. Nur bevor das Endskript dann kommt, dann kriege ich nochmal so eine etwas festere Outline, wo dann schon relativ klar ist die Handlung und das Pacing und so. Und da gebe ich dann auch nochmal Input. Da im Grunde an mir wird dann überprüft, ob es witzig ist oder nicht. Also wenn ich lache, dann sagen wir, okay, das nehmen wir, egal wie scheiße oder wie krude oder abgeschmackt das ist. Oder wie wenn ich lache, dann kommt es halt rein. Also du bist die humoristische Qualitätssicherung des Projekts. Ja, können wir vielleicht so sagen, ich weiß nicht. Also klar, wenn Olli nichts macht, kann ich auch nicht lachen. Also das heißt, er ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, aber ich kann dann vielleicht noch
so ein ganz bisschen so ein Spin dran geben. Oder wenn du sagst, der Rahmen steht, die Zwischenzeit nicht unbedingt, gibt es aber vielleicht einen zeitlichen Rahmen, den ihr euch gesetzt habt? So, keine Ahnung, nach so 20 Jahren hören wir auf oder so? Also ich kann sagen, so ganz grob bis zu 5 Bände sind erstmal so angedacht, aber wer weiß. Auf dem Weg dahin sind wir offen für alles, sag ich mal. Und dann gibt es ja noch das zweite Projekt, für das du eben da allein verantwortlich bist. Genau. Was ist das? Das ist was komplett anderes. Das ist mehr so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Du hast da so ein so Science-Fiction-Fantasy, also Future-Fantasy könnte man es nennen. Ne? So ein bisschen Mischung Star Wars, Warhammer, 40k Inspiration irgendwie so ein bisschen, weil ich das schon als Kind irgendwie habe ich in meiner Warhammer-Armee gesammelt. Ach, nice, das können wir stundenlang wahrscheinlich uns sagen. Ja, ich hatte Space Marines, Dark Angels. Ja, ja. Und habe da auch, ja, also die Ästhetik finde ich einfach, dieses Grimdark. Das kann ich nachvollziehen, ja. Und dann das vielleicht ein bisschen runtergetunt so, und dann nicht ganz so aufs Maul, aber ein bisschen mit Möbius vermischt so und dann. Ja, also mein Ziel war es irgendwie eine Welt, also eine Plattform aufzubauen, wo ich im Grunde alle möglichen Geschichten erzählen kann, die was mit Science Fiction und Fantasy für mich zu tun haben. Mhm. Und das klatsche ich, habe ich alles in ein Universum geklatscht, also aus allen Ecken und Enden meiner Fantasie, alles zusammen und dann das Universum drumherum gebaut. Und da kann jetzt alles stattfinden. Mhm. Das ist jetzt meine Spielwiese. Genau, wie eine Spielwiese, wo du dich ausleben kannst. Genau. So meine Gedanken dazu. Ja. Wie ist da der aktuelle Stand? Wie oft kommt da was? Wo sind wir gerade? Genau, also wie gesagt, da hat es jetzt ein bisschen gehakt wegen der anderen Projekte, die Vorrang haben. Aber gehe ich jetzt wieder ein bisschen weiter. Da bin ich jetzt beim 7. Kapitel auch. Das ist Seite 120, glaube ich, oder so. Und da bewegt sich jetzt der erste Story-Arc, bewegt sich so ins letzte Drittel momentan. Und wenn das abgeschlossen ist, könnte ich auch zum Beispiel ein Buch drucken lassen. Was potenziell was zur Debatte steht, auch das nochmal in der Printform zu haben. Genau, auf jeden Fall. Das fände ich schon schön. Also ich versuche das ja auch, ich mache das ja auch selber auf eigene Faust so ein bisschen. Mal hier und da ein Probeexemplar, so, ne? Wie hier jetzt zum Beispiel im Comic-Salon. Und dann stellt ihr das dann Verlagen vor? Bisher noch nicht so richtig, aber ich habe ein bisschen Feedback gekriegt und ein bisschen Interesse gibt es von einigen Seiten. Ja. Genau, und das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, leider. Mhm. Leider. Aber ich versuche das so schnell ich kann. Das ist mein Herzensprojekt irgendwie. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend und auch so ein bisschen nerdig. Ja, ja, wenn die Riesenroboter vorkommen, dann wird es nerdig. Ja, aber gerade mit deinem Hauptprojekt, also mit Nigo Nego, da ist natürlich jetzt hier unter Umständen die höchstmöglichste Krönung, steht unter Umständen jetzt zur Debatte, denn ihr seid für den diesjährigen Max- und Moritz-Preis nominiert. Ja, genau. Oder so. Publikumspreis, glaube ich, ist das. Also ich habe es echt versucht, ne? Aber so richtig durchgeblickt habe ich nicht, wer da warum, wie, was und vor allem, wer dann auch entscheidet und ob die das überhaupt dürfen. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Also Olli hatte uns da angemeldet und Olli ist auch ein bisschen mehr in dem Comicforum unterwegs. Mhm. Ne? Und ich bin dann nur da, wenn Olli mir sagt, hier, da ist was Interessantes im Comicforum, dann gucke ich mal rein. Und da war dann in dem Fall, ja, okay, jetzt sind die im Comicforum, ist jetzt der Nominierungsprozess, geht los, ne? Und dann, okay, dann habe ich mir das durchgelesen und habe dann auch, man muss ja vorgeschlagen werden, ne? Ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, ob man sich jetzt selber vorschlagen kann oder nicht, war mir jetzt nicht so bewusst, aber ja, gut. Erstmal war Vorschlag, dann war man eine Liste von irgendwie 50, ja, sind die 70 Dinge gewesen, ja. Verschiedenen Dingen in verschiedenen Kategorien. Dann, zweiter Schritt war, dann musste unterstützt werden. Man musste im Grunde in dem Forum wieder Unterstützer. Dann entschied sich, inwiefern das eingedampft wird auf die Hälfte oder so, oder auf zwei Drittel. Ja. Dann gab es eine öffentliche Abstimmung. Den Link zu der öffentlichen Abstimmung hat man wieder im Comicforum gekriegt. Mhm. Dann musste das im Grunde jedem selber überlassen, wo er dann den Link teilt. Und der war dann öffentlich zugänglich. Aber man musste ihn natürlich wissen, wo der ist. Ja. Dann konnte man das irgendwie auf Social Media, also wir haben das dann auf Facebook und Twitter und sowas, haben wir dann da die Trommel gerührt. Das war dann im Grunde der zweite Abstimmungsschritt. Ja, okay. Ja. Nach diesen Anfangsstimmen, diese Unterstützerstimmen, dann erste große Abstimmung, dann gab es noch einen zweiten Abstimmungsschritt. Aus einer selektierten Gruppe oder wie?
Genau, aus denen, die die erste Abstimmung sozusagen überlebt haben, dann waren irgendwie nur noch ein paar. Okay. Ich weiß es auch nicht. Ja. Es ist so ein bisschen schwierig gewesen. Und dann kam die Hauptabstimmung und die lief jetzt, also zuerst hatten wir dann irgendwie Trommel gerührt. Olli ist persönlich auf Stimmenfang gegangen und dann war das erst die erste Hälfte. So. Und dann ging es weiter. Der nächste Schritt, das war jetzt die Endabstimmung. So, ne? Also das ist jetzt sozusagen die Abstimmung, die eigentlich eine Rolle spielt, glaube ich, die, wo man dann den Publikumspreis eventuell kriegt. Und die läuft ja bis heute sogar. Ja. Ne? Das war auch wieder ein Link. Genau. Man kennt auch keine Zwischenstände. Man weiß nicht, wie viele Stimmen ihr jetzt habt, auf welchem Platz ihr seid. Außer, dass man weitergekommen ist. Also den Zwischenstand kriegen, kennen wir nicht. Aber Olli hat Strichliste geführt. mit den Stimmen, die er bestätigt von anderen bekommen hat, die er persönlich geangelt hat. Und das waren irgendwie 460 oder so. Krass. Oder 470. Ich weiß nicht, wie viele da noch inzwischen dazugekommen sind seit Montag. Mhm. Genau, das nähert sich jetzt dem Ende und es war ein Arsch voll Arbeit. Und das ist dieses Social Media Ding halt. Ne? Und das alles, um dann wiederum in einer finalen Gruppe zu landen, von der aber auch nur ein Bruchteil vom Publikum vorgeschlagen worden ist, oder? Ich glaube, für diesen Preis Nominierte. Zum Schluss waren jetzt die 25, ne? Ich dachte, es waren 12 oder 13, aber das kann auch 25 gewesen sein. Ich glaube, es sind 25. Und davon sind aber wirklich nur so 1, 2, 3 vom Publikum vorgeschlagen. Genau, ich glaube, Trachtmann ist dabei. Ja. Von Plimplem und dann. Chris halt gestern auch gemeint, auch. Ja. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, wer noch dabei ist. Die dann wieder in einer, also wieder Auswahl an Comics stehen, wovon dann einer von einer, wie auch immer, zusammengesetzten Jury zum Sieger gekrönt wird. Ja, ich weiß, also der Publikumspreis wird dann über die Stimmen, glaube ich, rein entschieden. Okay, es gibt zwei Preise, den Publikumspreis und dann nochmal einen extra Gewinner. Ich glaube, es gibt dann, die anderen werden, glaube ich, alle von der Jury. Und könntet ihr da auch reinrutschen, dass ihr theoretisch zwei Preise kriegt? Das weiß ich gerade nicht. Okay. Ich habe kurz mit Martin Jogai telefoniert, weil er mir so ein bisschen gratulieren wollte, weil wir uns auch persönlich kennen noch von früher. Er wollte so ein bisschen gratulieren, dass wir da weitergekommen sind in die Endrunde und so. Ne? Und der hatte auch sowas angedeutet, aber irgendwie macht einen komplizierten Eindruck. War es auch nicht so. Habe ich mich jetzt auch nicht weiter drum gekümmert oder sowas, aber wenn man automatisch da irgendwo drin ist, dann sind wir da drin wahrscheinlich. Aber es ist schon faszinierend, dass es offensichtlich ein diverses Auswahlverfahren, diversen Stimmfang geht und selbst ein Nominierter, der jetzt irgendwie in der Endrunde ist, nicht hundertprozentig den Durchblick hat. Das geht mir als Fan, der das Ganze ja auch nur über zum Beispiel das Panini-Forum mitverfolgt oder natürlich über auch deinen Twitter-Account zum Beispiel, kriege ich das ja nur ganz punktuell mit, dass diese von vorn bis hinten fehlende Transparenz macht es mir nicht einfacher. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ich freue mich persönlich für jeden, der nominiert ist, den ich persönlich irgendwie kenne. Also ich würde mich für euch freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn die Jungs von Plan Plan Productions da einen Zuschlag kriegen. Ja, aber ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, als ob es da per se um die Frage geht, wer wirft jetzt den besten Comic ins Rennen, sondern es geht eigentlich um die Frage, wer hat die geilste Community. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Mhm. Das ist das einzig Wichtige. Ja. Weil klar, du kriegst keine Community, wenn du nicht was machst, was Leuten auch gefällt. So, ne? Ich meine, vielleicht gibt es Möglichkeiten, ich weiß es jetzt nicht, wenn ich es wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich eine größere Community. Aber das ist das Internet. Du hast halt, also das ist, das Internet das hat Kim Kardashian hervorgebracht. Ne? Ja, also, Halleluja. Das ist halt so. Wenn eine öffentliche Abstimmung ist, wird immer der gewinnen, der im Internet die meisten Follower hat. Ja. Punkt. Genau, da führt kein Weg dran vorbei. Da kannst du machen, was du willst. Ist der Publikumspreis dotiert? Gibt es da was für? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, okay. Prestige. Ja? Prestige. Also, ich hatte gestern den Eindruck in einem Gespräch, dass sie gestern war ja auch verleihen vom E-Com-Preis. Da gibt es für verschiedenste Kategorien und jede Kategorie kriegt irgendeinen Betrag X. Jeder Gewinner. Aber da hatte ich jetzt den Eindruck, als würde quasi nur, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es da verschiedene Kategorien gibt beim Max-Moritz-Preis. Ich kenne mich absolut nicht aus. Man merkt schon, wie sehr involviert ich in dieser Preisverleihung bin und welchen Stellenwert ich dem auf einer ganz persönlichen Ebene teilweise natürlich zuordne, weil ich Comics nach anderen Kriterien aussuche und nicht nach ihren Preisen. Mhm. Aber würde mich natürlich freuen, gerade im Indie-Bereich, wenn da auch ein paar Euro fließen. Das dann irgendwie auch ankommt. Das würde auf jeden Fall sehr helfen, ja. Und seid ihr denn heute Abend bei der Preisverleihung vor Ort? Genau. Also wir sind heute Abend da. Karten habe ich gekriegt. Und dann schauen wir mal. Sehr gut.
dann wünsche ich euch auf jeden Fall grundsätzlich einfach mal viel Erfolg. Ja, egal, ob ihr den jetzt wirklich kriegt oder nicht, allein schon die hoffentlich vorhandene Aufmerksamkeit tut euch hoffentlich möglichst gut und wünsche alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao. Jo, danke für deine. Ciao. Nun sitzen wir im quasi Backstage-Bereich des, ja, einen der größten wahrscheinlich Stand, den es hier in, auf dem Comic-Salon gibt. Und warum ist es der größte? Weil eben auch einer der größten deutschsprachigen oder deutsch veröffentlichten Comic-Verlage hier eben diesen Stand aufgemacht hat. Und neben mir sitzt jemand, der ist quasi Pressesprecher dieses Verlages. Moin, ich bin Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Steffen. Steffen Volkmar, Panini Verlag. Du hast recht, Pressesprecher und Redakteur. Alles Mögliche. Und natürlich auch jetzt aufgrund von Panini Comics TV auch ein Gesicht des Verlages. Ja, ist Teil meiner Pressearbeit, finde ich aber auch, macht mir unglaublich Spaß. Also ich bin gerne auf YouTube und in sozialen Medien unterwegs und mit Panini Comics TV habe ich quasi so meine eigene kleine Sparte gefunden und macht echt Spaß. Es ist eine halbe Stunde, wo ich halt Comics aus unserem Programm neu vorstelle, habe immer einen Gast in der Sendung, manchmal einen Comedian, manchmal einen Comic-Schaffenden. Und außerdem ganz viele Interviews. Also ich glaube, die Sendung wird vor allem deswegen durch die Abwechslung so interessant, weil es eben die Vorstellungen sind, weil es die Gespräche mit den Gästen sind und weil ich ganz viele Interviews drin habe mit Comiczeichnern, mit Comic-Fans, mit teilweise aber auch Menschen aus Film und Fernsehen, die in irgendwelchen Comic-Verfilmungen dabei waren und die ich dann irgendwo getroffen habe. Unter anderem Tom Ellis von Lucifer habe ich schon interviewt, aber auch schon Scott Snyder, der ja einer der ganz großen Autoren ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man sich das als Comic-Fan durchaus anschauen kann. Aber hallo, allein schon das Paul Dini-Interview, das fand ich klasse. Gerade mit dem Ellis, das hat mir so leid, als er am Ende noch auf die dritte Staffel gehofft hat. Was, die dritte war es, glaube ich. Ja. Also, guckt es euch an, ganz toll, weil ihr offensichtlich auch viel rumkommst, viele Kontakte hast und du bist natürlich der optimale Mann für so ein Format. Mich würde schon mal interessieren, wie es eigentlich dazu kam, gerade weil das natürlich ein Format ist, denn ich persönlich hätte ich mir das vor 5 Jahren schon vorstellen können. Ja, es ist immer nicht so ganz einfach. Ich bin mit dieser Idee schon relativ lang schwanger gegangen, aber es ist ja auch immer eine Frage der Kosten. Also es ist schon eine relativ aufwendige Produktion, die wir da machen. Also wir haben tatsächlich ein professionelles Filmteam da dabei und es ist immer eine Frage von Kosten und Nutzen und da muss man bei uns dann immer in die Budgets reinschauen und ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und manchmal dauert es halt 3-4 Jahre, bis dann irgendwann der Kick kommt und er sagt, ja komm, jetzt versuch's es einfach, aber immerhin machen wir das jetzt schon seit 2 Jahren und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann so lange laufen würde. Mit ganz vielen tollen Gästen, du hattest jetzt den Hennis Bender, glaube ich, hattest du schon da, die Hella von Sinnen war auch da, zwei Herrschaften, die gestern noch auf der Bühne saßen beim Comic Talk, du warst auch dabei, vielleicht 2 Worte von dir, wie hat's dir gefallen? Ich finde das super. Ich mag das, wenn es Formate gibt, die man eigentlich aus Literatur, Film oder sonst irgendwas kennt, wo die auch durchaus dann im Fernsehen laufen. Und wenn man sowas dann findet und auf Comic gemünzt wird, weil das einfach dem gesamten Genre gut tut. Und ich bemühe mich auch selber, sowas in dieser Form aufzuziehen, wo immer ich kann. Und deswegen bin ich ja großer Fan von solchen Sachen. Hat mir gestern auch sehr gut gefallen. Und war ganz toll. Du bist ja, wie gesagt, Pressesprecher von Panini Comics Deutschland und ich würde gerne so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen drüber sprechen, wie so der Verlag eigentlich aufgebaut ist. Wir hatten unter anderem zum Beispiel auch die Caroline Hidalgo, Übersetzerin bei euch, schon in einem längeren Interview mal gehabt und auch im Panini Comics Forum, das es ja online gibt, einem der größten deutschen Comic-Foren, sind viele auch Kollegen von dir, auch freiberuflich tätige Mitarbeiter, sind sehr gesprächsbereit und wirklich stecken in der Materie drin, haben da scheinen keine großartigen Geheimnisse zu haben. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie unabhängig jetzt die quasi deutsche Verlagsseite ist. Meines Wissens ist Panini Comic, der Mutterkonzern, ein italienischer Verlag. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Und wie unabhängig ist die deutsche Tochter? Ja, das ist ein bisschen ein kompliziertes Konstrukt. Also tatsächlich das italienische Headquarter, das macht internationale Verträge mit DC und Marvel und verteilt es dann auf die verschiedenen Länder Töchter. Also es ist ja nicht nur so, dass es nicht nur Italien und Deutschland gibt, sondern Panini ist weltweit tätig und auch als Publishing-Unternehmen. Und es ist natürlich immer günstiger, wenn man Lizenzen einkaufen kann und die in möglichst viele Länder raushaut. Trotzdem wirtschaften die ganzen Länder autonom. Das heißt, die müssen selber ihre Budgets erstellen und die sagen dann auch manchmal eben zu so einem internationalen Deal nein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus die Möglichkeit,
dass das international nicht richtig läuft mit dem Deal, aber für die Länder durchaus läuft. Das heißt, wir machen auch Deals nur für Deutschland. Das ist aber immer so ein Wechselspiel. Und wie gesagt, wir können relativ autonom da arbeiten, es sei denn, es sind internationale Deals, die man dann eben zum Beispiel auch im Zusammendruck macht oder irgendwas. Das ist ein relativ wirklich kompliziertes Konstrukt. Aber ansonsten kann ich einfach sagen, dass wir weitestgehend ganz autonom arbeiten können. Wir müssen das hinterher eben nur alles nach oben, also sprich nach Italien in dem Fall, reporten und sagen, okay, wir haben das aus dem und dem Grund gemacht, aus dem und dem Grund haben wir diese und diese Einnahmen, diese und jene Kosten. Und dann wird natürlich am Jahresende wird dann so ein roter Strich drunter gezogen und wird geguckt, ob wir dann unsere Zielvorgaben erfüllen. Aber eigentlich wird uns sonst, wie gesagt, bei den rein deutschen Deals eigentlich auch nicht reingeredet. Aber das ist schön, dass ihr da offensichtlich auch Spielraum habt, indem ihr nicht einfach da veröffentlichen könnt. Denn wer kennt den deutschen Markt denn im Endeffekt besser als ihr? Als Tochter habt ihr das natürlich am besten im Blick, ne? Naja, das ist schon auch dieses Prinzip. Also international einkaufen, um die günstigen Preise zu bekommen, aber dann schon in Verantwortung der verschiedenen Länder die ganzen Sachen rausbringen, weil man eben vor Ort ist, weil man die Marktgegebenheiten kennt und weil man auch die entsprechenden Expertise mit an den Start bringt. Und deswegen könnt ihr auch so Experimente eingehen, wie ihr das jetzt so gut mit der Dame, die Schattenspringer, heißt der Band, glaube ich, veröffentlicht, die wir uns auf jeden Fall die Tage auch nochmal schnappen wollen. Das sind natürlich so Experimente, die ihr eingehen könnt. Generell, ihr habt sie auch hier zur Signierstunde, auch viele weitere Künstler. Vielleicht mal so drei, vier Worte, wie die ersten anderthalb Tage vom Comic-Salon für euch verlaufen sind. Bist du zufrieden? Ich bin bislang sehr zufrieden. Wir wussten ja nicht so genau, wie das hier mit dem Zelt sein wird. Das gab es ja bisher nicht. Es hat sich ganz gut bewährt. Gestern, der erste Tag mit der absoluten Hitzewelle, war natürlich, sagen wir mal, grenzwertig. Ich glaube, es sind auch ein paar Leute zusammengeklappt. Ja, war übel. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass es insgesamt ganz gut, dass wir das ganz gut machen und wir sind natürlich sehr zentral, das ist ganz gut. Jetzt bist du natürlich nicht nur in deiner Funktion als Mitarbeiter von Panini jemand, der mir aufgefallen ist, sondern du hast auch, wie es scheint, ich denke so halb privat, eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die schon vom Namen her dermaßen attraktiv klingt, dass wir uns da mal kurz drüber unterhalten müssen, weil das klingt perfekt. Comics und Bier, so eine Veranstaltung, die du da am Start hast, was ist das? Ja, das ist auch so ein Projekt, das ich schon seit Jahren so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und dann irgendwann gab es halt mal die Möglichkeit. Also ich mache sehr viel auch nebenher. Also ich bin auch Moderator, Talkmaster und ich versuche immer gerne den Bereich Comic irgendwo einfließen zu lassen. Und ich hatte immer die Idee, ich möchte gerne so ein bisschen was machen wie das literarische Quartett, nur eben mit Comics. Und weil Comics eben leider immer noch ein bisschen so ein Spartenthema ist, habe ich gedacht, ich muss das ein bisschen aufpeppen, um noch mehr Interesse dafür zu gewinnen und habe ein zweites Spartenthema dazu gewählt, nämlich Craftbiere. Ich liebe Craftbiere, ich finde das total spannend, was da geht. Und wir sind also dann wirklich vier lese- und trinkfreudige Herrschaften auf der Bühne. Jeder bereitet einen Comic vor und stellt den anderen dreien vor und dann wird darüber diskutiert. Und genau dasselbe machen wir mit Craftbieren. Also nach jedem Comic kommt auch eine Craftbierbesprechung, die wird verkostet und wird dann über das Bier geredet. Und natürlich im Fortgang des Abends wird die ganze Sache dann umso lustiger. Also das haben wir jetzt zweimal gemacht und beim ersten Mal, da mussten wir danach, also das war so ein Testlauf, das erste Mal haben wir festgestellt, wir funktionieren ziemlich gut, das Prinzip funktioniert ziemlich gut, aber die Location war nicht optimal und dann haben wir noch nach einer zweiten Location gesucht, da haben wir das jetzt zum ersten Mal gemacht und das lief sensationell gut, das hat sehr viel Spaß gemacht, war enorm unterhaltsam und obwohl wir uns noch ein paar Zuschauer mehr gewünscht hätten, haben die aber alle gesagt, sie fanden es so toll, dass sie beim nächsten Mal wiederkommen und gleich Freunde mitbringen. Und auch die von dem Veranstaltungsort haben gesagt, wir wollen dieses Konzept auf jeden Fall weitermachen. Und wir haben das auch mitgeschnitten, das wurde auch gefilmt. Das heißt, sobald mein Cutter das dann fertig hat, werden wir das auch online stellen. Und dann kann man sich das auch mal anschauen. Also es gibt auch eine Facebook-Seite dazu, die heißt erstaunlicherweise auch Comics und Bier. Und natürlich schon geliked, damit bin ich einer von der erlesenen kleinen Auswahl bis jetzt. Yo. Ja, aber also das ist schon so ein Ding, wo ich dann sagen muss, ja, natürlich ist das Sparte, aber durch kontinuierliche Arbeit daran glaube ich, dass wir da durchaus auch so eine kleine, feine Fanbase zustande kriegen. Und wie ich schon vorher bei dem Comic Talk von Hella sagte, alles, was es
in dieser Form gibt, was den Bereich Comic auf ein neues Level hieven kann, was Leute dazu bringt, die vielleicht noch niemals zuvor einen Comic in die Hand genommen haben oder zumindest nur auf eine spezielle Art von Comics fokussiert waren, finde ich gut und deswegen werde ich das auch weiter so durchziehen. Und jede Einzelperson wäre ein Gewinn für die Szene. Welcher Veranstaltungsort ist das? Welche Stadt? Wo findet es statt? Also es findet in meiner Heimatstadt statt, in Böblingen, was bei Stuttgart ist. Es ist ein Kulturverein, da heißt Kulturverein Blaues Haus e.V. Und die sind da total offen. Wir haben aber auch schon gesagt, wenn dieses Prinzip mal so ein bisschen ans Rennen kommt, weil wir ja natürlich über die Facebook-Seite auch überregionale Freunde zu finden hoffen, dann werden wir dieses Comics und Bier mal on Tour machen. Also das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber die Leute, die das mit mir machen, haben da voll Bock drauf. Und wir sehen eigentlich schon, dass es auch in anderen Städten Locations gibt, wo man das ganz gut unterbringen könnte. Und das ist so die Zukunftsmusik, wenn wir das mal etabliert haben, so auf eine gewisse Art und Weise, auch das 3-4 Mal online gestellt haben, dass wir dann sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir das nicht vielleicht so ein bisschen auch noch in andere Städte tragen können. Also mindestens ein Ticket ist bereits verkauft, das kann ich garantieren. vielleicht können wir uns hier gegen Ende nochmal auf ein paar Spekulationen einlassen. Ich habe gestern im Zusammenhang, gestern war die Preisverleihung von diesem E-Com-Preis. Wir haben ein bisschen uns spekuliert über die Comic-Szene. Hier beim Comic-Salon, das ist die Klassenfahrt der Comic-Szene, wo sich alle bundesweit und auch noch über die Grenzen hinaus mal zusammenkommen und auch mal Gesichter zum Beispiel zu Namen aus dem Internet zuordnen lassen. Wie sieht es aus? Es ging mir um die Frage, wie viele Comic-Fans gibt es in Deutschland überhaupt? Du hast gemeint, dass du einen ganz guten Überblick hast und auch Sachen fernab jetzt von deiner Verlagstätigkeit machst. Und gestern hat jemand die sehr überraschend reduzierte Zahl von wirklichen Comic-Fans, also Leuten, die eine gewisse Sammlung haben und vielleicht auch mal bei einer Veranstaltung waren, von 5.000 Leuten in den Raum geworfen, was in Anbetracht der gesamten Population in Deutschland doch überraschend gering ist. Wenn du mal ins Blaue spekulieren müsstest, was glaubst du, wie viel potenzielle interessierte Comic-Fans gibt es in Deutschland? Ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Ja, also man muss ja erstmal sagen, klar, Erlangen, das ist wirklich das Familientreffen, also ich nenne es immer Familientreffen der deutschen Comic-Szene. Hier kommen wirklich die Leute aus Deutschland zusammen, die sich für das Genre interessieren, anders als bei den Comic-Cons, wo es ja eher so um Popkultur geht. Hier findest du die Sammler, hier findest du die sich speziell auch für Superhelden, für Graphic Novels interessieren. Auch nicht das Manga-Publikum, das ist ja auch nicht. Und daraus resultiert natürlich tatsächlich die Frage, wie groß ist die Comic-Szene in Deutschland? Und das ist eine Frage, die wir uns schon seit vielen Jahren stellen. Und diese Zahl mit 5000, das ist eine Zahl, die wird kolportiert, seit ich in der Szene drin bin, also seit den 90er Jahren, also professionell in der Szene drin bin. Die hat sich seitdem auch gehalten, aber ich glaube, die entspricht keinerlei Überprüfungen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist der Grund eigentlich deswegen, weil man sagt, die Szene kommt in Erlangen zusammen und die Szene in Erlangen ist seit Jahren, ja seit Jahrzehnten, sind hier die Besucherzahlen immer gleich. Du kommst in 4 Tagen auf zwischen 20.000 und 30.000 Besucher. Das sind aber immer, das ist die addierte Zahl. Das heißt, jeden Tag kommen so und so viel. Das heißt, wenn du den Durchschnitt nimmst, dann kommst du auf etwa 5.000 bis 6.000 Besucher, die hierher kommen. Und wenn das Familientreffen der Comics ist, dann ist das eben genau die Zahl. Und daher rührt die. Wenn man das Ganze dann nüchtern betrachtet, dann würde ich sagen, du musst von denen, die hierher kommen, doch noch ein paar abziehen, die einfach Laufkundschaft in Erlangen sind, die neugierig sind. Dann schmilzt die Zahl. Dann ist die Zahl der Comic-Fans in Deutschland geringer. Dann kommt man auf vielleicht 3.000, vielleicht 2.500. Aber das Ganze ist ja nun auch eine Frage der Definition, weil du hast natürlich Manga-Fans, die wirklich nur Manga lesen, aber dort unglaublich versiert sind. Wenn du dann auf so eine Manga-Convention gehst und schaust, wer dort ist und dann praktisch um die Zahl das Ganze erhöhst, dann werden es wieder deutlich mehr. Wenn du auf eine der Comic-Cons gehst und dort sagst, ja okay, hier treffe ich aber auf ein anderes Klientel als in Erlangen, trotzdem muss ich davon ausgehen, dass Leute dabei sind, die zum Beispiel Superhelden lieben, dann sind die doch auch Comic-Fans, dann musst du die Zahl auch wieder erhöhen und dann kommst du wieder auf was völlig anderes. Wenn du allerdings jetzt die reinen Verkaufszahlen nimmst von Comics,
dann sind wir sehr schnell wieder in diesem Bereich, irgendwo zwischen 3.000 und 15.000 Leuten, je nachdem, wie breit du das fächerst. Also die deutsche Comic-Szene ist eine sehr, sehr, sehr kleine, ist auch eine sehr andere als in der ganzen anderen Welt, weil wir hier in Deutschland halt zum Beispiel sehr wenig generische Comics haben. Hier wird kaum was geschaffen. Es gibt natürlich viele deutsche Comic-Künstler, aber verglichen mit dem Stellenwert, den das zum Beispiel in Frankreich und in Amerika hat, ist das unglaublich verschwindend gering. Und bei uns werden hauptsächlich Lizenzthemen eben verkauft und das führt schon zu einem völlig anderen Marktgefüge. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass die deutsche Comic-Szene per se, also Hardcore-Fans, sehr klein ist und dann bekommen diese 5.000 wieder Relevanz. Also eine Zahl, die man sich von allen Seiten irgendwie annähern kann. Ganz interessant auch, du hast jetzt auch 15.000 genannt, da reden wir wahrscheinlich von Abozahlen von Heftserien, die da unter Umständen auch bei euch laufen. Also ganz interessant, in was für einem Spektrum wir da unterwegs sind. Dann eine Frage bin ich auf jeden Fall noch den Mitgliedern des Panini-Forums schuldig, die hier morgen nämlich vor Ort ein Treffen haben werden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also wir treffen uns 6:30 und ballern dann irgendwo hin, mal schauen. Dieses Forum, dass man überhaupt Foren noch unterstützt, das kostet euch Geld, das ist ein Aufwand und es ist immer so ein, nicht jedes Forumsmitglied ist auch, sage ich mal, so nett, wie es sich vielleicht, wie es angemessen wäre, aber das sind auf jeden Fall sehr interessierte Comic-Fans. Wie wichtig ist euch dieses Forum? Ihr habt es vor kurzem auch erst renoviert mit einer neuen Software, einer neuen Optik. Ja, wie wichtig ist euch dieses Forum und vielleicht auch wie zeitgemäß ist es noch? Was zum Bereich Comic dazugehört, ist einfach der Kontakt mit den Fans. Wir selber sind Fans, wir haben als Fans angefangen, sind dann in das Genre reingerutscht und machen jetzt im Prinzip das, was wir früher als Hobby hatten. Und deswegen sind wir aber nach wie vor auch trotzdem in diesem Bereich, in dieser Comic-Szene drin und suchen natürlich den Kontakt A zu anderen Verlagen, weil ich meine, hier gibt es ganz viele Verlage, die machen Comics, die ich wahnsinnig toll finde, die ich als Sammler, der ich nun auch bin, auch gerne bei mir zu Hause, obwohl sie nicht aus unserem Verlag sind. Und deswegen gehen wir auch auf Messen. Also wir treffen einfach gerne die anderen Menschen, die wir über die Jahre kennengelernt haben, aber wir treffen auch gerne unsere Fans. Wir müssen ganz ehrlich sagen, die Messen lohnen sich für uns nicht. Wir verkaufen hier zwar ganz gut, aber es ist eigentlich der Kontakt zu den Fans. Es ist auch das Rausgeben der Sonderedition für die Sammler. Es ist aber immer dieser persönliche Kontakt. Und diesen persönlichen Kontakt, den pflegst du auch über das Forum. Und deswegen denken wir, dass das extrem wichtig ist, genauso wie der Kontakt über die sozialen Medien. Aber ich persönlich finde zum Beispiel, dass du in einem Forum immer noch sehr viel direkteren Kontakt hast als jetzt zum Beispiel auf Facebook. Ich finde Facebook tolles Medium. Ich mache sehr viel selber auch über Facebook. Aber eigentlich, um sich auszutauschen, um auch Fragen zu diskutieren, sind natürlich Foren die bessere Variante. Und deswegen werden wir das auch auf jeden Fall weiterführen, solange uns nicht irgendwelche neuen Schnapsideen von Datenschützern das endgültig vermiesen. Stimmt, über die Kombination habe ich noch gar nicht nachgedacht. Da sind wir mal gespannt und hoffen einfach mal das Beste. Letzte Frage zum Schluss. Wenn du hast gemeint, du bist selbst Comic-Sammler und Comic-Fan. Vielleicht kannst du uns einfach mal so eine Neuentdeckung, eine persönliche Neuentdeckung von dir der letzten Zeit mal kurz schildern, was das ist. Vielleicht auch was, was nicht bei euch erschienen ist. Also ich fange mal mit was an, was bei uns erschienen ist, weil ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß an einem Comic gehabt. Das waren die Runaways, die tatsächlich vor 10 Jahren, als der Band in den USA rausgekommen ist oder die Einzelhefte in den USA rausgekommen ist, ist völlig an mir vorübergegangen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch sehr glücklich, dass uns diese TV-Umsetzungen die Möglichkeit geben, auch solche Bände rauszubringen. Ich habe den gelesen, den Megaband, und ich fand den total geil geschrieben. Ich meine, Brian K. Vaughan ist auch ein wahnsinnig guter Autor und ich fand auch, dass es nach 10 Jahren immer noch total frisch wirkt und ich habe mit dem Ding wahnsinnig Spaß gehabt. Das hat mir richtig gut gefallen. Es hat gestern beim Comic Talk nicht ganz so gut abgeschnitten, aber ich hatte da auch teilweise das Gefühl, dass sie sich mit dem Ding nicht so richtig auseinandergesetzt haben, weil man muss natürlich schon sehen, dass das vor 10 Jahren geschrieben wurde und natürlich heute auch die State of the Art und alles in den Comics eine andere ist. Also es ist schon eigentlich ein Retro-Comic, wirkt aber erstaunlich frisch und ich finde die Story erfrischend anders und wahnsinnig gut erzählt. Und da war ich sofort drin und habe diesen gesamten Megaband in einem Rutsch durchgelesen. Das ist mir schon ewig lang nicht mehr bei einem Comic auf die Art und Weise passiert. Und von Comics, die ich so außerhalb gerade so ein bisschen in
meinen Augenwinkel wahrgenommen habe. Da gibt es auch enorm viele. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war Black Hammer. Ich bin auch ein Lemire-Fan, das muss ich auch ganz großartig sagen, aber was mir bei Black Hammer am besten gefallen hat, waren diese vielen kleinen Anspielungen auf andere Superhelden. Das ist, hat bei vielen gar nicht so ein großes Thema gefunden, aber ich fand das total witzig, weil diese ganzen Figuren da drin, die sehen aus wie Zerrbilder von Superhelden, die man aus anderen Bereichen kennt, und das fand ich echt gut gemacht. Alles klar, Steffen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um ein paar Fragen zu beantworten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vor allem auch ein bisschen Spaß, trotz des Stresses, den ihr in Erlangen habt. Hey, ich arbeite in meinem Hobby. Ich habe immer Spaß, selbst wenn ich mich kaum noch auf den Beinen halten kann. Also das auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, es läuft ja auch ganz gut. Wir werden, glaube ich, recht zufrieden dann nach Hause gehen und dann vielleicht mal irgendwie zwischendurch eine Stunde schlafen oder sowas. Und vielleicht findet man hier auch noch ein Bier. Vielen Dank. Ciao. Ach, das auf jeden Fall. Bier? Craft Beer? Ja! Wir haben uns wieder mal rausgesetzt, denn es ist einfach zu schön hier in diesem Schlossgarten. Man muss da einfach mal gewesen sein. Und ich sitze hier mit einem jungen Mann, dessen Arbeit ich durch Zufall vor kurzem, und da habe ich ihn gar nicht direkt mit in Verbindung gebracht, denn das ist ein Name, der mir jetzt schon gelegentlich mal aufgefallen ist, aber ich hatte ihm, wie gesagt, die Arbeiten da noch nicht in Verbindung gebracht. Ist mir vor kurzem aufgefallen in der dritten Ausgabe von Helldraw Wien. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Armin oder online auch Arme Armin genannt und mach so Mini-Comic-Quatschzeichnungen, genau. Mini-Comic-Quatschzeichnung. Du hast mir gerade schon eine ganze Menge von deinem Portfolio gezeigt. Es sind unterschiedlichste Sachen dabei. Viel jetzt die so mit dem Fineliner gezeichnete Schwarz-Weiß-Zeichnung. Da sind viele aber auch bunte Sachen. Wir werden gleich auf die Techniken zu sprechen kommen, was du da im Detail dann auch so machst. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir. Wie bist du eigentlich in diese, ich sag mal, in diese Comic-Szene reingerutscht? Wie kam es zum Zeichnen? Also ich habe ganz früher, so im Grundschulalter, wie alle irgendwelche Comics gelesen. Das waren damals so die französischen Sachen. Habe dann mit 11, 12 angefangen zu zeichnen. Relativ lang nur in Schwarz-Weiß. Ich wollte die dann unbedingt vervielfältigen können mit dem Schwarz-Weiß-Kopierer. Und habe dann auch jahrelang eigentlich nur in Schwarz-Weiß gezeichnet. Mhm. Als ich so 20, 21 war, habe ich dann angefangen, die ersten Fansigns zu machen. Und habe dann gedacht, da muss irgendwo draußen eine große Fansigns-Szene sein. Und die gab es damals 1998, 99, da gab es keine Blogs, da gab es kein Facebook, da gab es kein Twitter. Und ich bin dann erst nach langer Zeit über den Moritz Stetter und auf das Blob-Fansign gestoßen. Und das ist, war dann im Vergleich zu heute, wo man dann über Comic Solidarity Leute adden kann, unglaublich schwierig, in diese Szene reinzukommen. Und es war dann eher so, man hat sich dann wirklich per Post gegenseitig Hefte zugeschickt. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann eigentlich über einen Zeitraum von ein paar Jahren immer zweimal im Jahr ein Fansign rausgegeben habe, mein eigenes. Also immer so 20 Seiten pro Ausgabe, zwei Hefte im Jahr. Bin dann immer besser geworden und habe dann aber nach ungefähr 4 Jahren eine Pause eingelegt. Also ich war dann ein bisschen frustriert vom Zeichnen, ich bin nicht mehr besser geworden. Okay. Und habe dann Grafikdesign studiert. Um es nochmal richtig durchzustarten, oder was war der Absicht dahinter? Nee, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr richtig zeichnen. Das heißt, ich habe 50 Mal das gleiche Panel gezeichnet, war grundsätzlich unzufrieden. Auf die intelligente Idee, einfach mal einen anderen Zeichenstil auszuprobieren, bin ich nicht gekommen. Mhm. Also ich war dann einfach frustriert und habe dann einfach mal Grafikdesign gemacht. Und nach einer Pause von 4 Jahren habe ich wieder angefangen. Und die Pause hat bei mir eigentlich geholfen, dass ich heute in verschiedenen Stilen zeichne. Also damals gab es nur einen Stil und der muss perfekt sein und es gab nichts anderes. Und soweit hat mir die Pause eigentlich ganz gut getan. Deine Arbeiten sind jetzt wirklich ein sehr gutes Beispiel, was so ein Audio-Podcast natürlich auch an Unzulänglichkeiten hat, wenn es darum geht, Kunst zu zeigen, optische Kunst. Also ich werde euch ein bisschen was verlinken. Das müsst ihr gesehen haben, das ist sehr beeindruckend. Das sind dann so deine Themen, die du zeichnest. Gibt es irgendwie so Sachen, die du besonders gern zeichnest? Meinetwegen jetzt Landschaften besonders gern, sind es eher Menschen. Hast du da irgendwie einen Fokus? Ja, Landschaften und Menschen. Also das eine ist, dass ich eben halt viel unterwegs bin. Ich gehe vor allem im Sommer bei jeder Gelegenheit in die Berge nach Tirol, Österreich rein und habe eigentlich angewöhnt, dann zu versuchen, solche Touren comichaft zu dokumentieren. Mittlerweile ist es dabei rausgekommen, dass, wenn ich versuche, das als Comic zu erzählen, dass die Geschichte viel zu lang wird.
Also ich habe das mal versucht und dann habe ich einfach am Schluss die Geschichte bleiben lassen, weil es einfach zu aufwendig war. Mhm. Mittlerweile ist es einfach so, ich setze mich oben auf den Berg hin, irgendwo, wo es schön ist und tue das halt mit dem Feinliner abzeichnen, im kleinen Heft, im Format DIN A6 und mache das auch mittlerweile ohne Vorzeichnung. Also ich habe realisiert, also von meinen ersten Comic-G-Versuchen her, dass ich Vorzeichnungen mache, um keine Fehler zu machen. Und ich glaube, eine gute Zeichnung lebt davon, dass man einfach drauf loslegt. Das heißt, wenn ich zu argen Zeichenstrich zu kontrollieren, dann geht so das Authentische von der Zeichnung verloren. Dann könnte es genauso gut ein Roboter machen. Okay. Also kann man ja auch durch eventuelle Fehler oder durch einfach mit die Menschlichkeit, die dann auch mit reinfließt in die Erstellung von so einem Bild, lebt so ein Bild ja auch irgendwie, dadurch, dass es eben nicht zwangsläufig hundertprozentig perfekt ist. Ja, das hat eigentlich der Martin Ratschneck von GrabCards mal ganz schön umschrieben, dass ihm seine Zeichenlehrerin erklärt hat, selbst wenn eine Zeichnung schlecht ausschaut, sollte man sie trotzdem weiterzeichnen. Mhm. Das heißt, je mehr Fehler man macht, muss man halt die Flächen dann schwarz malen oder man muss mit den Linien was anderes anfangen. Und ich glaube, das ist eine große, große Option, die man dann hat, dann einfach neue Sachen auszuprobieren, die dann halt einfach per Unfall passieren. Mhm. Kann man fragen, für wen du eigentlich zeichnest? Sind diese Sachen, die du da machst, gerade auch in deinem Sketchbook, in deinem Zeichenbuch, sind die für dich? Willst du damit deine Fans erreichen? Wer sollte sich denn vielleicht mal deine Arbeit genauer angucken? Also diese Wanderzeichnung, da ist das der große Gedanke, irgendwann ein kleines Buch draus zu machen, das so ein bisschen was Poetisches hat. Also es gibt so klassische Wanderführer, die erklären dann, du kannst auf den Berg XY hochgehen, der ist schwierig oder einfach, mit einer Tourenbeschreibung. Und das will ich aber nicht machen, sondern es soll eigentlich eher so eine recht poetische Geschichte sein für Leute, die gerne in die Berge gehen. Oder für Leute, die halt auf eine bestimmte Art von Zeichnung abfahren. Mhm. Wäre dann aber weniger ein Comic. Ich habe aber auch festgestellt, der klassische Comic-Comic-Nerd, der geht nicht auf meinen Blog. Also ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, was für Leute eigentlich bei meinem Blog nachher irgendwie so ein Sternchen oder ein Däumchen zurücklassen. Das ist entweder eine Frau, die Kochrezepte postet. Das zweite war ein Mann, der sein bisheriges Beziehungs- und Sexualleben sehr explizit in einem Blog beschreibt. Mehrere Jahrzehnte. Und das dritte war jemand, der eine Depression hat. Okay. Also das sind so die Leute, die bei mir auf dem Blog landen. Aha. Mittlerweile sind es auch Leute, die dann eben halt ansatzweise so ähnlich zeichnen wie ich. Das ist aber auch ganz interessant, dass du das so sagst. Also offensichtlich Leute, die versuchen, jetzt eben nicht aus dieser Comic-Szene kommen, sondern irgendwie, ich möchte mal sagen, Gefühlsmenschen sind, was für Gefühle das auch sind, und sich anscheinend bei dir und deinen Arbeiten irgendwie zu Hause fühlen können. Hast du so eine Art Stimmung, die du mit deinen Bildern ausdrückst? Sind es eher so die melancholischen Sachen, die da so ein bisschen rauskommen? Oder versuchst du das irgendwie gefühlsneutral zu halten? Kann man das irgendwie sagen? Die sind schon eher melancholisch bis morbide. Also, ja. Also ich finde es schön, wenn Leute eine richtig optimistische und offene Message in einem Comic oder einer Illustration rüberbringen. Bei mir ist es immer eher das Gegenteil. Okay. Und also ich mag das eigentlich, wenn ich es schaffe, einen Witz zu zeichnen, der dann so morbide ist, dass einem das Lachen eigentlich stecken bleibt. Okay. Also ich war gestern bei der Lesung von Klaus Kornfield, das war sowas, wo ich fand, es ist so absurd und durchgeknallt, dass es schon wieder richtig gut ist. Aha. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt die Stadt XY oder Tourismusverband XY und ich möchte jetzt meine Stadt von dir illustriert wissen, da könnte man sich schon bei dir melden, ne? Oh ja, das wäre super. Das wäre super. Unbedingt. Ich könnte mir das punktuell tatsächlich vorstellen, auch so für Veranstaltungen in Innenstädten, Museumssachen, die da irgendwie nochmal ein neues Design brauchen, das sich vielleicht auch mal ein bisschen abhebt. Also schaut euch das unbedingt mal an, es ist faszinierend. Ja, und wo kann man diese Arbeiten so sehen? Gibt es die alle online? Die gibt es alle online. Also ich habe einen Blog, der nennt sich dann armearmin.wordpress.com. Allerdings muss man da teilweise relativ lang runterscrollen, weil ich manchmal ein paar Wochen lang eine bestimmte Zeichenmarotte habe. Ja. Und wenn die Marotte vorbei ist, kommt wieder was anderes. Auf mycomics.de habe ich ein paar Sachen online gestellt und seit kurzem auch bei ToonsUp. Machst du das auf Hobbybasis oder lebst du davon? Nee, das ist reines Hobby. Also ich bin beruflich Grafiker, muss zurzeit zum Glück keine Werbung machen, sondern klassisches Informationsdesign. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich diese Comic-Illustrationsschiene
als Hobby machen kann. Das heißt, ich habe eine künstlerische Freiheit und kann einfach Sachen ausprobieren. Und jetzt hier beim Comic Salon Erlangen, da bist du bei der Comic Solidarity auf einem Tisch zu sehen, oder? Bin morgen kurz, sehr spontan, 2 Stunden da. Bin mit Comicarts zusammen da, wo ich öfter sitze. Und aber bei so großen Veranstaltungen wie beim Comic Salon Erlangen, da gehe ich eigentlich nicht primär hin, um irgendwelche Sachen zu verkaufen, sondern ich gehe da eigentlich hin, um Leute zu treffen. Ja, das... Also die kleinen, also ich habe festgestellt, kleine Festivals, die sind okay, um für Leute Porträts zu zeichnen oder auch mal ein Fansign zu verkaufen. Und die großen Salons, die sind für mich viel interessanter in das ganze Rahmenprogramm, also den Bitstorm, das Battlezeichnen, mit den Leuten abends durch die Gassen ziehen und Leute treffen. Du hast mir vorhin eben auch Arbeiten von dir gezeigt und das sind mir 2 Sachen wirklich besonders aufgefallen, weil ich glaube, das könnte so ein bisschen deine Spezialität sein. Du machst nämlich auch nicht nur alles in Schwarz-Weiß, es gibt auch ganz viele bunte Sachen von dir. Und du hast mir das ganz interessant beschrieben, dass du dann eben auch nochmal über die Farben mit dem Textmarker drüber gehst. Was ist das denn und wie arbeitest du da und vor allem wo? Also ich bin vor 2 Jahren nach Ulm gezogen, also mitten in die schöne Provinz. Ich hatte da anfangs keinen Freundeskreis, bin dann einfach in die Kneipen, die Clubs gegangen. Wenn die Musik schlecht war oder die Party langweilig war, dann habe ich mich irgendwo hingesetzt und habe halt gezeichnet. Das waren anfangs Skizzenbücher, die waren vielleicht so 8x8 cm groß. Mittlerweile bin ich da ein bisschen unverfroren. Ich gehe in die Bar, lege dann A4-Block hin, hole mein Tintenfässchen raus, die Feder, die Textmarker, habe dann noch ein Getränk daneben stehen. Und dann zeichne ich halt einfach die Leute. Und je älter die Leute und je verratzter die Leute sind, umso interessanter ist das eigentlich. Und das passiert mir eigentlich regelmäßig, dass mir dann Leute ansprechen, dass sie doch gerne ein Porträt haben wollen. Mhm. Zum Zeichenstil noch schnell, das heißt, ich zeichne mit einer Feder, mit Tinte auf Papier, also ich einfach dieses kratzende Geräusch mag. Und die Zeichnungen haben dann so was leicht Kalligrafisches. Aha. Das heißt, ich mache auch Handkalligrafie und Handlettering bei meinen Comics. Und diese Art bei Kalligrafie, dass man halt einfach Bögen und Schwünge macht und dass man eigentlich eine Linie endlos weiterzieht, das schwappt dann wieder so ein bisschen die Zeichnung über. Nachdem ich ja ewig lang nur schwarz-weiß gezeichnet habe, habe ich Probleme gehabt, mit den Farben anzufangen. Mhm. Und Textmarker fand ich super, weil die einfach eine gewisse Leuchtkraft haben. Das heißt, wenn man das abends im Club unter das UV-Licht hält, dann leuchtet es und strahlt. Das ist einfach so ein Wow-Erlebnis, zu gucken, wie das dann eigentlich unterm Licht funktioniert. Bei mir sind dann die Textmarker halt relativ schnell dann mit Tinte zugesappert. Das heißt, da gibt es dann Farbverläufe zwischen Schwarz und Neongelb oder Violett. Und wenn mich dann Leute vor Ort ansprechen, dann wollen die meistens Porträts haben. Also ich glaube, das ist so, wenn man sich so soziologisch anguckt, das ist eigentlich das Gleiche wie mit Leuten, die ein Selfie von sich machen wollen. Ja. Das heißt, das ist so ein gewisser Narzissmus. Und ich habe dann immer, auch bei Comic-Veranstaltungen, die Bedenken, dass die Leute mit dem, was ich zeichne, nichts anfangen können. Das heißt, ich fange dann an, mit denen zu reden. Ja. Also ich beruhige mich selber ein bisschen, ich beruhige vielleicht auch die anderen Leute ein bisschen. Ich will dann auch ein bisschen wissen, was es für eine Person ist, was mögen die nicht. Also ich will die Leute auch nicht in die Pfanne hauen, weil ich weiß, dass wenn ich jemanden zeichne, dann sehen die Leute immer ziemlich abgefuckt aus. Also ich mache den Leuten dann versehentlich die Nase zu groß und die sehen dann deprimiert aus und unterhalte mich mit denen. Und dann gibt es halt so einen magischen Moment, dass nicht alle, aber manche Leute, die öffnen sich auf einmal komplett und erzählen aus ihrem Gefühlsleben. Also sei es jetzt die letzte Liebesgeschichte, dass jemand mal im Gefängnis war, dass jemand krank ist etc. Und die meisten Leute sehe ich später nie wieder. Und ich überlege gerade, aus diesen Geschichten auch kleine Comics zu machen. Natürlich ohne jetzt die oft, also die Leute sollen dann schon anonym bleiben. Ja, nicht dass sie da den letzten Skandal aus dem Eheleben erzähle. Aber das sind einfach unglaublich schöne Momente, wenn sich wildfremde Menschen für einen kurzen Moment öffnen und das geht dann so 20 Minuten und dann ist es wieder vorbei. Und ich finde, dass diese Momente, die haben so ein bisschen was Poetisches. Da passiert irgendwo was. Fordert ja auch eine gewisse Empathie auch ab, ne? Du musst die Leute hineinversetzen können und du musst sie auch so wahrnehmen können. Nee, ich zeichne immer meine melancholisch-depressiven Sachen und die... Über deine Schablone drüber, oder? Ja. Ich habe manchmal Angst, dass es so ein bisschen so eine visuelle Vergewaltigung ist, wenn man die Leute dermaßen düster darstellt. Aber ich sage den Leuten von Anfang an, dass ich sie nicht schön zeichnen kann. Es gibt dann aber auch Leute, die dann halt, ich habe erst gedacht, das wären Frauen, aber es gibt auch Männer, die unglaublich narzisstisch sind. Bei den Frauen, die wollen halt die innere Schönheit nach außen getragen haben und schön sein und erhaben sein. Ich versuche immer zu erklären, dass ich das nicht leisten kann. Und bei den Männern ist es eigentlich fast schlimmer. Da bin ich in der eigenen Gendergruppe drin. Und wenn,
wenn Männer merken, dass sie gezeichnet werden und wenn sie narzisstisch sind, dann fangen die an zu grinsen, als ob man sie gerade fotografiert. Also sie versuchen dann wirklich so dieses übelste Selfie-Gesicht zu machen. Die grinsen dann immer wieder. Ich habe mal einen gehabt, den habe ich dann halt gezeichnet. Das ist mir dermaßen auf die Nerven gegangen, dass ich ihm dann halt in der Hand einen Spiegel mit einem Totenschädel reingezeichnet habe. Also so quasi der Tod guckt ihn an. Dann habe ich ihm die Zeichnung gegeben und gemeint so, ey, du hast mich genauso gezeichnet, wie ich bin, weil ich habe keine Angst vor dem Tod. Und ich so, okay. Dann hat er mir erzählt, dass er eben halt früher Drogenhändler war, dass er momentan krank ist, etc. Und dann hat er mir unwissentlich eine Ohrfeige zurückgegeben, weil ich habe mich ja schon ein bisschen über ihn lustig gemacht in dem Moment. Und da war ich dann selber so ein bisschen baff, wie blöd ich mich eigentlich angestellt habe. Weil der fand es sehr gut, was ich gemacht habe. Und das sind so ganz komische Situationen, die da manchmal entstehen. Okay. Zum Schluss sollten wir vielleicht noch kurze Worte verlieren, auch zu deinen, ja, das sind im Endeffekt gezeichnete Reiseberichte. Ja, auch ein Thema, das bei beim Salon eine Rolle spielt. Es geht im weitesten Sinne auch, es ist nicht eben um Comic-Journalismus, sondern eben Journalismus in Comics. Also wie Journalisten irgendwo hinreisen und dort Land und Leute quasi interviewen, häufig dann eben auch in gezeichneter Form. Also quasi die Fernreise nur eben als Illustration im Comic oder im Sachbuch. Und so ein bisschen war das jetzt bei Sachen, die ich von dir gesehen habe, auch. Du hast mir von einer Reise erzählt, zum Beispiel nach Brasilien, die du hier illustrativ festgehalten hast, ne? Genau, ich habe eine sehr gute Freundin in Brasilien besucht, war da 3,5 Wochen. Und ich habe das mittlerweile fast als eine Manie. Also wenn ich unterwegs bin, ob jetzt in der Kneipe oder in Brasilien, dann will ich die Sachen irgendwie zeichnerisch festhalten. Und ich versuche dann auch ein bisschen zu verstehen, wie so ein Land tickt. Das heißt, ich porträtiere dann Leute, die ich treffe und schreibe dann mal kurz eine Sprechblase dazu, was sie an lustigen oder skurrilen Sachen gemacht haben. Das ist so ein Versuch, mich so einem Land anzunähern, wobei ich gerade diese besagte Freundin sehr oft gefragt habe, wo dann halt auch zurückkam, naja, also sie hat 3-4 Jahre lang in Europa, in Holland gelebt und hat dann gemeint, naja, also es gäbe halt so eine gewisse europäische Arroganz, ne, hier in Europa, wir machen alles richtig, wir haben die Demokratie, wir haben die Mülltrennung, wir nehmen an Kriegen nur teil, wenn das auch wirklich moralisch, gesetzlich, politisch abgesegnet ist. Und sie hat mir dann auch da ein bisschen Spiegel vorgehalten. Weil wenn man von Europa aus so ein bisschen nach Brasilien guckt, da hat man das Gefühl, so ja, Korruption, soziale Missstände etc. Und als ich dann vor Ort war, habe ich dann gemerkt, ich habe das Land ewig lang nicht verstanden. Also ich war auch mal 3 Wochen lang in China, das ist schon länger her, und da war es einfach, das Land zu verstehen. Und Brasilien war für mich dann so ein bisschen wie Deutschland, aber dann alles, was Multikulti, soziale Probleme betrifft, um Vielfaches multipliziert. Also es hat unglaublich lang gedauert, um das Land zu verstehen. Ich habe dann teilweise Landschaften, Naturlandschaften gezeichnet, und auch sehr oft Menschen, und habe dann versucht, kann auch sein, dass mal jemand einfach nur Nonsens geredet hat. Ja. Aber wenn die Leute irgendwas über ihr Land oder über sich selber erzählen, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, so ein bisschen so schemenhaft sich einem Land anzunähern. Okay. Aber im Vergleich zu jemandem wie Joe Secco gehe ich nicht richtig journalistisch dran. Ich meine, der versucht wirklich zu recherchieren, wie viele Knöpfe an irgendeiner Tracht dran sind. Ja, okay. Der ist ja wirklich schon richtig pedantisch. Und das, was ich mache, ist da eher so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Ich treffe jemanden, ich zeichne das, ich dokumentiere das, ich versuche das irgendwie in erzählerische Form zu bringen. Und das ist halt ein reines Zufallsprinzip eigentlich. Aber ich hoffe, dass ich für mich selber dann eine schöne Erinnerung habe und dass vielleicht noch ein paar Leute, die das dann später online oder mal in gedruckter Form lesen, ein bisschen einen authentischeren Eindruck von dem Land kriegen, als wie jetzt nur die klassischen Postkarten oder Medienberichte, die man so hat. Also wirklich sehr interessant. Ich sage das, glaube ich, echt häufig, aber ihr müsst euch mal angucken, was der junge Mann da so macht. Armin, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du heute mit uns ein bisschen gequatscht hast. Ja, danke schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und unsagbar viele Aufträge. Okay, ich bin auch gerne weiterhin brotloser Künstler, kein Problem. Danke, ciao. Ciao. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Sophie. Ich bin deutsche Comiczeichnerin oder Manga-Zeichnerin. Hab zuletzt mit Anna Bockhausen bei Tokyo Pop Sternensammler veröffentlicht und bin ansonsten im Self-Publishing-Bereich unterwegs und hab zum Beispiel unter anderem auch die Fanart-Anthologie geleitet. Mhm. Und du hast mir gerade gesagt, du bist hier beim Salon vor allem wegen 2 Podiumsdiskussionen, an denen du teilnimmst? An der einen nehme ich teil, beziehungsweise die war schon. Okay. Und am Sonntag ist noch eine, die werde ich moderieren. Was sind das für welche gewesen jeweils? Die, wo schon war, das war das Thema Filterblasen.
bei uns in der Comic-Manga-Szene, einfach wie jeder unterschiedlich die Szene wahrnimmt. Und am Sonntag ist das Thema der Zeichner als Marke. Ah ja, okay. Um welche Uhrzeit? Um 15 Uhr im Universitätshaus. Ja, oder? Hier war ich, glaube ich, gestern bei Zwerchfell. Ja. Also quasi das mit Teil des Abschlussprogramms, kann man sagen. Genau. Wunderbar. Ja, du hast gemeint, du machst was mit diesen Mangas. Ja. Ich habe auch gehört, das sind irgendwie auch Comics. Ja. Passt das zum Salon? Ja. Ja? Also, ich finde, dass der Comic-Salon zwar schon ziemlich comic-lastig ist, aber von allen Messen, auf denen ich jetzt so vertreten bin, doch der, wo Comic und Manga am meisten vermischt ist. Ich meinte zwar vorhin auch, dass Dokomi und Leipzig Buchmesse auch relativ vermischt ist, aber da denke ich mal, ist es eher vom Publikum her. Und hier vom Salon, da hat man so das Gefühl, alle gehören zusammen. Und deswegen, also das mag ich am Comic-Salon Erlangen eigentlich auch, weil hier haben wir Manga-Leute zwar nicht den größten Absatz, aber man fühlt sich halt trotzdem dazugehörig. Ja, ich würde es auf jeden Fall auch sagen, hier gerade in dieser diesen doch sehr offener Geist, der hier irgendwie so ein bisschen, genau, wenn man hier einatmet, ganz gut. Und aber so vom Publikum her sehe ich jetzt auch gar nicht so viel Manga-Ka hier rumrennen. Cosplay ist relativ begrenzt. Vorab gab es Interviews zum Comic-Salon auch zu lesen, unter anderem auch mit dem Festivalleiter, der selbst sagte, dass Manga dieses Jahr relativ wenig da ist. Der, und jetzt ist der Name hoffentlich richtig, David Filecki, hatte ja eine Ausstellung, soweit ich weiß. Ja. Und ist da, also das ist schön, dass er das hat, aber ist eben quasi auch die einzige erwähnenswerte Manga-Veranstaltung. Jein. Also ja, es ist die einzige Ausstellung, soweit ich weiß. Aber zum Beispiel diese Panels, wo ich bin, die kommen von uns Manga-Leuten. Okay. Es gab halt im Vorfeld eben, wurde der Erlangen-Salon schon an uns herangetreten, dass wir vielleicht ein bisschen was machen können oder was ist möglich. Und es gibt zum Beispiel morgen auch noch einen Werkstattbericht, auch von uns Manga-Leuten. Allerdings weiß ich da jetzt leider die Uhrzeit nicht. Okay. Der ist aber auf der Dativ-Stage. Und da geht es eben auch um Manga, wie entsteht der Manga oder zeigen halt verschiedene Leute, wie sie arbeiten, also im Werkstattbericht eben. Und also wir haben uns sozusagen um diese Podiumsdiskussion bemüht, damit Manga auch ein bisschen vertreten ist. Ach schön. Dann ist das wohl nicht Teil meiner Filterbubble oder in meine Filterbubble reingekommen, so rum. Knorke, jetzt vielleicht erstmal ein bisschen zu dir. Wer bist du eigentlich, wo kommst du her und wie bist du eigentlich in dieses Comic-Manga-Ding reingerutscht? Ich komme von einem kleinen Ort, den vermutlich niemand kennt. Deswegen sage ich immer so die nächstgrößere Stadt, die Nürnberg ist, weil das käme. Also ich komme aus Bayern. Aus der Nachbarschaft. Genau, aus der Nachbarschaft. Also ich komme aus Bayern. Ich bin hauptberuflich, habe ich nichts mit Zeichnen oder Comics zu tun. Arbeite ich im Forderungseinzug und bin, wie vermutlich viele, über die Anime-Serien in den 90er Jahren auf RTL 2 zu Manga und Comic und allgemein dazu gekommen zum Zeichnen. Ja, und das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Habe dann irgendwann mit ein paar Freunden angefangen, eben die Fanart-Anthologie zu gründen, habe immer selbst Geschichten gezeichnet. Ja, und ich glaube, keine Ahnung, 2015, 16 bin ich eben dann mit Anna zu Tokyo Pop gekommen. Ach ja. Genau. Dann sofort volles Rohr veröffentlicht und so ungefähr mega den Erfolg hingelegt. Ja. Ach schön. Was ist jetzt das aktuelle Werk von dir, das wir uns heute ein bisschen anschauen wollen? Genau. Das aktuelle Werk heißt Ich dich auch. Mhm. Ist ein, also erscheint im Self-Publishing dann, also nicht bei Tokyo oder nicht beim Verlag. Wird als Webcomic starten und dann eben auch als Print zu kaufen geben. Ist für die Manga-Leute, ich weiß nicht, ob allgemein Shonen-Ei, also homoerotische Geschichte mit gesellschaftskritischen Aspekt. Mhm. Finde ich ja sehr interessant. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, ist natürlich ein Bereich, in dem ich jetzt tatsächlich auch persönlich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Habe mich aber heute auch und die Tage schon eben mit verschiedenen Kollegen auch aus der kreativen Branche so unterhalten. Und was mich zum Beispiel interessieren würde, ist so ein bisschen die Frage, wie das mit eurer Zielgruppe aussieht. Also deiner Zielgruppe. Ob du das jetzt für den deutschen Markt machst, ob du sagst, ach, du könntest das auch international vorstellen. Wie sieht es aus? Ich mache es für den deutschen Markt. Ja. Habe aber tatsächlich überlegt, wenn ich es ja eh schon zeichne, es auch auf Englisch, auf
Tabas und Webtoon zu stellen. Mhm. Möchte allerdings keine englische gedruckte Version davon machen, weil ich einfach nicht glaube, dass die Zielgruppe dafür groß genug ist und sich das nicht lohnen würde. Deswegen zwar online für Web auf Englisch, okay, aber gedruckt nur auf Deutsch. Ja, schick, gerade international ist online, denke ich, erstmal die Lösung. Du hattest jetzt schon die zwei Plattformen genannt. Sind das die Hauptanlaufstellen für deinen Webcomic oder kann man das auch bei dir direkt irgendwo sehen auf der Seite? Also auf Deutsch ist vermutlich Animex die Wahl, die ich treffen werde, weil ich nach wie vor finde, dass Animex dafür die beste Plattform ist für Doujinshi oder für Comics. Ich habe auch überlegt, auf MyComics zu gehen, allerdings muss ich sagen, habe ich mit MyComics noch nie so beschäftigt, das weiß ich jetzt gar nicht, okay, ob das in Frage kommt. Eine eigene Homepage oder so dafür aufzuziehen, werde ich nicht machen, weil ich als Leser immer merke, dass mir das zu anstrengend ist, mir dann immer die Plattform zusammenzusuchen, wo jetzt welcher Webcomic ist. Deswegen habe ich so zum Beispiel Animex als Anlaufstelle recht gern, weil das sind einfach verschiedene Comics, wo ich dann lesen kann. Deswegen würde ich meinen halt gern dazustellen. Ja, ist ein gutes Argument, das wir jetzt auch schon die Tage gelegentlich hatten, dass es schwer ist, sich über 50 Webseiten hinwegzuhangeln, um da seine Lieblingsserien zu verfolgen, sondern da so eine kombinierte Plattform wie eben Animex natürlich eine ganz tolle Sache ist. Machst du das eigentlich, weil das dein Hobby ist oder willst du da langfristig Geld mit verdienen? Ich mache es hauptsächlich, weil es mein Hobby ist. Ich glaube einfach nicht, dass ich so erfolgreich bin oder werden kann, dass ich es hauptberuflich machen kann. Und es wäre mir auch ein bisschen zu unsicher. Also ich habe dann doch gern meinen Bürojob nebenher, wo ich weiß, okay, ich habe mein festes Einkommen und mache dann hobbymäßig meinen Comics. Es wäre natürlich wunderbar, wenn ich nur vom Comiczeichnen leben könnte, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Könnte sein, das ist gerade, weil wir immer wieder merken, dass so groß die Szene vielleicht auch manchmal sein kann und wie viel Boom sie auch erlebt insgesamt, ist Comic, und da würde ich Manga auch selbstverständlich dazu zählen, immer so ein bisschen Nische in der Nische. Auch in der Hoffnung, dass es natürlich alles noch viel größer wird und mega gigantisch und so. Mal schauen. Aber vielleicht mal so ein bisschen zum Inhalt eigentlich der Serie. Worum geht, also wenn angedeutet hast du das Genre jetzt schon. Worum geht's? Wie heißen die Charaktere? Gibt's Charaktere überhaupt? Ja. Wo spielt alles? Es spielt irgendwo in einer Stadt in Deutschland. Also es soll auf jeden Fall in Deutschland spielen, weil da kenne ich mich aus. Da wird sich für meinen vermutlicher Lesekreis auskennen. Die Hauptcharakter heißen Lars und Tom. Okay. Vielleicht kennen die einige auch schon, denn ich dich auch, hatten Anna und ich schon mal angefangen, als Webcomic zu zeichnen. Dann kam aber Tokyopop dazwischen und es musste mehr oder weniger pausieren. Und jetzt werde ich es halt alleine weitermachen. Beziehungsweise, wie gesagt, es hat schon mal gestartet. Das heißt, ich fange jetzt wieder bei Null an, nur halt alleine. Als Re-Release dann? Also so ungefähr. Seiten nochmal oder überarbeitet? Überarbeitet. Also davor war ja Anna die Zeichnerin oder ist immer noch Zeichnerin. Aha, ja. Und jetzt zeichne ich das ja selbst, weil Anna einfach, also die Zeit ist halt nicht mehr da bei uns vom Team her. Anna konzentriert sich jetzt auf die Uni, deswegen hat sie gesagt, wenn du es machen willst, dann darfst du es gerne alleine machen oder kannst alleine machen. Und das mache ich halt jetzt. Deswegen startet es sozusagen neu durch. Es gab aber bisher nur ein Kapitel, von daher ist das nicht so schlimm, da ist nicht so viel aufzuholen. Ja. Es geht darum, dass Lars, der schwul ist, aber mega Panik davor, dass es irgendjemand herausfindet, weil er Angst hat, dass die Gesellschaft ihn nicht akzeptiert. Und Tom findet das halt leider raus. Aha. Und ja, dann hat Lars mit dieser Panik zu kämpfen, was passiert jetzt, was macht Tom mit dieser Information, wird er mich outen? Geht jetzt mein Leben den Bach runter, werden jetzt alle, keine Ahnung, gemein zu mir sein. Ja, klar. Am liebsten würde er die Schule wechseln und ja, mit diesem Konflikt eben geht die Geschichte. Wie geht Lars damit um? Was macht Tom damit? Kommen die beiden sich näher oder kommen sie sich nicht näher eben wegen diesem Konflikt? Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist so ein bisschen gesellschaftskritisch, weil es geht halt vorwiegend nicht darum, dass die beiden irgendwann im Bett landen, sondern wie geht vor allem Lars, der ja der Hauptcharakter ist, dessen Gedanken wir auch mitbekommen, wie geht Lars damit um, dass jetzt sozusagen jemand sein Geheimnis rausfindet? Es klingt auch ein bisschen wie tatsächlich in der echten Welt bestehende Probleme, vor die junge Männer in der Situation stehen können, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hast du da in deinem persönlichen Umfeld irgendwie eine Inspiration für gehabt? Du musst jetzt keinen Namen nennen, wenn du nicht möchtest, aber so oder Freunde, Bekannte, die schwul sind und dir da vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben konnten? Also Inspiration aus dem echten Leben gab es nicht. Die Geschichte hat sich entwickelt, dass ganz am Anfang Anna und ich eine Kurzgeschichte geschrieben haben oder herausgebracht haben.
Und dann haben wir halt immer mehr diesen Charakter gespielt, so, hey, was könnt ihr da dahinter stecken? Und so hat sich die Geschichte entwickelt. Wir haben uns, also bei uns, also es gibt natürlich viele Schwule oder Lesben, wie auch immer, in unserer Szene oder im Bekanntenkreis, da habe ich mich dann schon mal erkundigt, so hey, wie ist das oder wie läuft das, was war da bei dir, sofern sie es natürlich sagen wollten. Oder es kommen bei uns oder in meiner Geschichte auch moderne Medien vor, wie zum Beispiel Dating-Apps wie Grindr. Und da ich das nicht habe, habe ich halt gefragt, so hey, wie ist das, wie funktioniert das? Oder hat mir dann Screens schicken lassen. Also ich habe mich dann da recherchemäßig halt dann informiert. Aber so Inspiration war nicht da. Okay. Zumindest nicht von realen Personen. Du hast gemeint, es wird also einen Re-Release geben. War der schon, ist der noch? Der ist noch. Steht bevor. Steht bevor. Es ist so, dass ich das erste Kapitel komplett fertig skizziert habe. Da könnte ich schon mit den Lines anfangen. Hätte ich schon können. Habe in der Zwischenzeit allerdings schon am Storyboard von Kapitel 2 weitergemacht. Was aber damit zu tun hat, dass ich halt im Moment zwischen Nürnberg und meinem eigentlichen Wohnsitz hin und her pendeln und dann immer schauen muss, wo kann ich was machen. Sobald es wieder geht, dass ich jetzt endlich mit dem Line tatsächlich anfangen kann, starte ich durch, denn sobald ich das erste Kapitel fertig habe, möchte ich das endlich online starten. Okay, ja. Sehr gut. Das können wir dann alles auf Animex finden. Richtig. Hat sich denn dadurch, dass du das jetzt quasi übernimmst, wirst du die Serie nochmal ein bisschen neu ausrichten, ein bisschen feinjustieren? Gibt es Sachen, wo du jetzt eher so deine Schwerpunkte reinlagern kannst, die der Leser jetzt aus der alten, sag ich mal, Ausgabe noch nicht kennen kann? Ja. Es ist so, dass unsere Geschichte, ich dich auch, viele, viele Entwicklungen durchgemacht hat. Also die Geschichte gibt es tatsächlich schon seit 2012. Auch mehrere Namen schon hatte. Ich dich auch ist der, der jetzt geblieben ist und bleiben wird. Ja. Und dadurch viele Textversionen durchlaufen hat. Ich habe das, als ich jetzt mit diesem Relaunch angefangen habe, mir die ganzen ausgedruckt, die ganzen Versionen und sozusagen zu einem zusammen getackert. Ah, sehr gut. Tatsächlich gab es 10 verschiedene Versionen, aus der ich jetzt so das gemacht habe, wo ich denke, so okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Das ist das, was ich vermitteln will. Okay, sehr schön. Wo kann man dich denn sonst noch so live antreffen? Also jetzt hatten wir ja vor kurzem die Dokumi, wo ich echt Zahlen gehört habe von hunderten Ausstellern und noch aber viel mehr Besuchern. Ja. Also das einfach, ich glaube, das muss man mal erlebt haben. Da, boah, wo kann man sich so generell so antreffen? Sind sowas in dieser Veranstaltung wie jetzt dieser Salon typisch für dich? Ich würde mal sagen, ja. Es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich in Anführungszeichen hauptsächlich darauf beschränkt, wo uns Tokyopop eingeladen hat, was aber tatsächlich mehr Messen waren, als wir sonst vertreten waren. Aber dadurch hatten wir teilweise keine eigenen Zeichnerstände mehr und das kommt jetzt wieder. Also ich werde jetzt wieder mit Ständen auf Messen aktiv sein. Das habe ich mir ab nächstes Jahr vorgenommen, weil ab nächstes Jahr möchte ich eben auch den Druck dann da haben. Und wenn wir aber in diesem Jahr bleiben, wird die nächste Messe die Animagic sein, wo Anna und ich eben mit Tokyopop eben da sein werden. Konichi werde ich da sein. Und dann ab nächstes Jahr eben mit Stand, da ist als erstes angedacht die Leipziger Buchmesse und dann eben natürlich auch wieder Dokumi. Tokyopop ist ja, glaube ich, einer der wenigen Verlage, die dieses Jahr nicht da sind. Die haben, glaube ich, keinen eigenen Stand. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich glaube, es gibt irgendwelche Neujustierungen oder Orientierungen, hat man mir da, glaube ich, gemailt. Egal, sei es drum, leider nicht da. Aber würde uns natürlich freuen. Aber jetzt, wo du den Verlag nochmal erwähnt hast, wir versuchen ja immer auch so ein bisschen Einstiegshilfe für potenziell neue Künstler zu sein. Ja, wie bist du an Tokyopop rangekommen? Hast du einfach mal deine Idee gepitcht mit einer dicken Mappe oder wie läuft das ja mal? Okay. Also man hört ja immer schon die verschiedensten Stories, wie Leute zu Verlagen kommen oder wie lange das gedauert hat. Und dann sind Anna und wir meistens so, bei uns ging das ganz einfach. Okay. Es hat tatsächlich auch mit dieser Geschichte, mit diesem Vorläufer von Ich dich auch angefangen. Wir hatten eben eine Kurzgeschichte, 40 Seiten gemacht und sind dann mit der einfach zu den Verlagen und haben gesagt, wir würden uns gerne bewerben. Die meinten, also wir waren, um es namentlich zu nennen, bei Tokyopop, Carlsen und EMA, weil das waren für uns die Verlage, die in Frage kommen, haben denen es gesagt. Die haben alle durchweg gesagt, schickt uns eine Mappe. Ab dann haben wir uns an eine Mappe gemacht, die zufälligerweise auch die Geschichte Ich dich auch war, und haben uns beworben. Allerdings haben wir die Mappe dann tatsächlich nur bei EMA und bei Carlsen und Tokyopop eingeschickt, weil während des Gesprächs mit den Verlagen war dann bei EMA uns ein bisschen raus. Deswegen haben wir unsere Mappe gar nicht an EMA geschickt.
Carlsen hat sich nie geantwortet und Tokyopop innerhalb einer Woche. Und ab dann ging es los. Also es ging bei uns wirklich zack, zack, zack. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Richtig. Ganz einfach. Ich glaube manchmal, es sind nur Gerüchte, die haben interne Absprachen manchmal. So, aber im positiven Sinne. Passt mir bei euch rein, guckt euch das mal genauer an. Die kennen sich ja alle. Ja. Aber das sind nur Gerüchte, das kann ich in keinster Weise belegen oder ja, so. Ja, keine Ahnung. Aber Tokyopop war tatsächlich auch unser Wunschkandidat. Also wir sind von daher ziemlich froh, dass Tokyopop uns genommen hat. Okay. Und das war aber auch Ziel von euch, das Ganze langfristig gedruckt irgendwo vorzufinden. Genau. Okay. Weil es ja durchaus auch Optionen gibt, dass eben, also unabhängig von dem Druck bei einem Verlag, weil zum Beispiel auch die Gewinnspanne größer ist, wenn man zum Beispiel eben das im Self-Publishing macht. Also wir haben ja davor auch Self-Publishing gemacht, haben verschiedene Kurzgeschichten rausgebracht, eben auch die Anthologie für Nord über 5 Jahre lang. Aber irgendwie war halt schon das Ziel Verlag. Okay, und klar. Ja. Abgehackt. Ja, super. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, die du heute genommen hast, mit uns ein bisschen über, deine Arbeit zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ja, danke. Und es ist wie immer, man findet alle Links zu den Seiten, ganzen Social-Media-Plattformen und so weiter, alles in den Shownotes. Danke dir, gell? Ciao. Danke, tschüss. Hier auf dem Comic-Salon Erlangen, da gibt es natürlich nicht nur Künstler, es gibt auch jede Menge Verlage. Unterschiedlichste Größen, unterschiedlichste Ausrichtungen und auch unterschiedlichste Präsentationen. Vorab habe ich eine ganze Menge Verlage angeschrieben und viele waren so nett auch zu antworten. Einer dieser Verlage war besonders sympathisch und hat anscheinend auch eine sehr interessante Verlagsgeschichte. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ja, hallo, ich bin der Ulrich Wick. Das Ganze firmiert bei mir unter Wick Comics. Sehr einfallsreich, gebe ich zu. Aber mehr ist mir damals nicht eingefallen. Interessante Verlagsgeschichte. Gut, das soll jeder selber beurteilen. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich für den Hethke Verlag die Bessie Classic ergänzt habe. Sprich, die Teile, die Bastei rausgeschnitten hatte, nachträglich eingefügt, entsprechend übersetzt. Und die wurden dann eben vollständig veröffentlicht. Es war mir nicht gelungen, die komplette Serie, weil ich später eingestiegen bin mit der Idee, aber wenigstens ein ganzer Teil. Der Startschuss für Wick Comics selber ist eigentlich gefallen Anfang 1999. Ich habe also nächstes Jahr 20-Jähriges. Denn bei Bessie ist das Thema, dass es eine sehr enge Verwandtschaft mit Karl May gibt, mit der Serie von Wandersteen. Gleicher Herausgeber, gleicher Erfinder. Da wurde hin und her gearbeitet, als Bessie von Bastei damals auf wöchentlich umgestellt werden sollte, kam Wandersteen nicht nach, so schnell neue Zeichner einzuarbeiten. Und da hat er seine ersten 16 Karl-May-Alben genommen und hat sie zu Bessie umzeichnen lassen. Das sind die deutschen Ausgaben 46 bis 61. Und es ging damals darum, dass Hethke erst überlegt hat, wenn die jetzt drankommen, bringen wir das in eine Art Doppelband, beide Versionen. Das hat er dann doch nicht gemacht. Und der Schuldige, der das Ganze dann ausgelöst, dass ich es schließlich gemacht habe, das war Eckhard Schott von Salek. Der meinte nämlich, weil er damals auch Susko und Wiske selber schon angefangen hatte, dann mach's doch selber, stellte den Kontakt her. Und schließlich wurde daraus ab Oktober 99 die Karl-May-Veröffentlichung. Die Serie habe ich dann komplett durchgezogen, alles vorhandene Material, sogar ein Heft mehr, als es in Belgien Alben gibt, weil es eine Geschichte gibt, die nur in einem Magazin gelaufen ist. Also bei mir gibt es 88 Karl-May-Ausgaben, nicht mehr alle erhältlich. Ja. Nach 20 Jahren gehen dann doch mal die ersten langsam aus. Aber lass mich raten, du bist auch ein bisschen Karl-May-Fan? Karl May, Western, klar. Ich bin Jahrgang 63, ja. Da ist man natürlich damit groß geworden und mein Interesse galt schon immer auch den Indianern und ich habe dann auch sehr schnell rausbekommen, dass Karl May, sagen wir mal, seiner Fantasie doch ziemlich freien Lauf gelassen hat, dass er nicht viel mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Inzwischen habe ich die richtigen Kontakte und ich war auch letztes Jahr drüben in den USA, habe verschiedene meiner indianischen Freunde besucht, was natürlich hochinteressant war. Letztlich haben es die Comics ausgelöst und das ist ganz speziell der Silberfall, der später bei mir dazu kam. Das heißt, wir haben bei euch im Verlag, also bei dir im Verlagsprogramm, vor allem Reprints von Serien aus diesem Genre. Verstehe ich das richtig? Reprints kann man eigentlich nicht genau sagen. Karl May ist ja in der Form nie in Deutschland veröffentlicht worden, ist die belgische Serie. Später kam der Rote Ritter, den ich vom Harro Knersch übernommen habe, dazu. Auch die Serie war vorher nicht in Deutschland, sprich es war eine deutsche Erstveröffentlichung. Und dann habe ich
das Frank-Sells-Archiv angefangen. Frank Sells ist der Silberfallzeichner und Erfinder. Und ich habe halt die Geschichten gebracht, die er vorher gemacht hat, die jetzt nicht unbedingt was mit Silberfall zu tun haben. Das waren Einzelsachen. Da fehlen mir jetzt noch 3 Bände, dann ist die Serie komplett. Auch das sind im Wesentlichen deutsche Erstveröffentlichungen. Und Silberfall würde ich jetzt nicht als Preprint bezeichnen, denn was ich mache, ich vervollständige die Geschichten um die herausgekürzten Teile. Ich übersetze sie, wo ich einen Originaltext habe, neu. Sie werden neu koloriert, sie kriegen ein Cover, wo es keins gibt. Also es ist eine Sammlerausgabe, es ist nicht direkt ein Reprint, weil viel von der Bastei-Ausgabe ist da nicht übrig geblieben. Ja, also es scheint mir also wirklich ein fast neuwertiges Werk zu sein, einfach auch. Das schlägt vor allem, glaube ich, auch schwingt da viel Herzblut mit auch. Ne? Du hast eben gemeint, du machst das nebenbei. Du hast eigentlich jetzt hier eben nur in einem begrenzten Rahmen auch Zeit, dich zum Beispiel auch hier um den Auftritt auf dem Comic-Salon zu kümmern. Ja, warum das alles? Wo kommt dieses Herzblut her? Was ist für dich die Faszination daran? Das frage ich mich ehrlich gesagt manchmal selber, denn ich bin ja da so ein bisschen durch die Hintertür reingekommen, eben in 99. Ich weiß nicht, es ist Verschiedenes. Es ist im Wesentlichen ja Western. Mein Interesse für Indianer schwingt da rein. Dann ist es natürlich so, dass ich festgestellt habe, okay, bei den Originalveröffentlichungen, die wir bisher hatten, ist viel Mist gemacht worden. Das kann man besser machen, das kann man viel besser machen. Und es macht einfach Spaß dann zu sehen hier, wo ist was manipuliert worden, diese Manipulation rückgängig zu machen. Ja, und dann auch zu sehen, was ist beim Text, bei der Übersetzung tatsächlich manchmal für einen Mist rausgekommen, wo ich meine Übersetzung mit dem Text von Bastei vergleiche und denke, liest du hier wirklich dieselbe Geschichte? Wohl auch nicht ganz unüblich für die Zeit, ne? Nein, es war üblich. Also ja. Muss klipp und klar diese sagen... Diese Kürzungen waren eigentlich üblich, so. Ja. Man muss klipp und klar sagen, das war bei Fix und Foxy, das war in anderen Verlagen ganz genauso gang und gäbe, auch die Werbung rein zu platzieren in den Comic. Mein Lieblingsfreund ist da ja Markenpaul, der Generationen von Sammlern wahrscheinlich nachts im Traum erscheint, aber nur im Albtraum. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Wenn ich also mit belgischen Freunden oder holländischen Freunden spreche und sage denen, bei uns wurde für die Werbung was vom Comic rausgeschmissen, dann gucken die mich groß an, so nach dem Motto, haben die eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Es war aber üblich. Ja? Ich habe auch dem Ewald Fehlau, Gespensterredakteur von Bastei, gesagt, hallo Ewald, ich zahle den vollen Preis, ich habe auch Anspruch auf die volle Geschichte. Sagt er, hast du nicht? Doch, habe ich gesagt, habe ich. Artikel 20 Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt. Es ist schwierig für die Leute, Argumente dagegen zu finden, weil es keine gibt, keine wirklichen. Schau dir ein amerikanisches Heft an. Das ist die Hälfte Werbung, ja. Aber nicht im Comic. Da ist die Geschichte gleich auf 20 Seiten konzipiert beim 32 Seiten Heft und dann wird nichts gekürzt. Genau, also in dem US, weil das ja auch Erstausgaben sind, wo dann eine komplette Geschichte auch erscheint. In der deutschen Fassung haben wir das in der Form auch nicht. Wir haben natürlich auf einzelnen Seiten, je nach Aufteilung des Heftes, natürlich Werbung. Das ist ja nicht unüblich. Aber gerade wo wir beim Format sind, ich habe ja nun euren Stand gesehen und da auch die verschiedensten Exemplare verschiedenster Serien. Ihr seid im Albenformat unterwegs, das ist richtig, oder? Nein, eigentlich im Heftformat. Okay. Ich habe inzwischen einzelne Alben rausgebracht, weil ich mit dem Sohn von Frank Sells, dem Silberfallzeichen, das ist Erzell, der ja Pioniere der neuen Welt zum Beispiel macht, von ihm habe ich 2 Alben rausgebracht. Ich habe 2 Silberfall-Hardcover inzwischen rausgebracht, weil das, sagen wir mal, besondere Geschichten waren. Und es kommen auch noch 2, weil es noch 4 unveröffentlichte gibt. Die werde ich dann in diesen Sonderbänden bringen. Wenn ich nämlich warte, bis ich an der Stelle chronologisch bin, ist keiner von uns mehr da. Ich bin so jenseits des 160. Geburtstags dann. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das käme dann fast nicht mehr in diesem Jahrhundert. Ich glaube, das klappt nicht altersmäßig. Gibt es eigentlich noch dieses Urheberrecht nach so vielen Jahren? Natürlich gibt es ein Urheberrecht, aber das hat eigentlich immer bei Frank Sells gelegen. Und es ist ja so in Deutschland, wenn du 5 Jahre, du hast eine Lizenz und veröffentlichst 5 Jahre lang nichts, dann fällt es an den Urheber zurück. So, diese letzte Silberfall-Veröffentlichung von Bastei war 1988. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Frank Sells ist 1986 gestorben. Und es ist heute, ist die aktuelle Situation, die Rechte hat der Erwin Sells und mit dem stehe ich in Kontakt. Und das ist selbstverständlich alles geklärt. Der kriegt seine Lizenzgebühr. Ja, und damit hat das alles auch seine Ordnung. Fand ich nur mal so interessant, weil das natürlich ein Thema ist, das jetzt bei eher aktuellen Veröffentlichungen, die wir sonst so auf dem Schirm haben, ein Thema ist, das jetzt nicht so die Rolle spielt. Deswegen war das mal interessant für mich, das mal so zu hören und auch für die Hörer, glaube ich. Ja, also das klappt schon alles. Kostet halt ein bisschen Geld, das gehört dazu. Ja.
Prima. Dann vielleicht noch kurz zum Schluss. Dein wievielter Salon ist das eigentlich? Und wenn du vielleicht zu Vergleiche ziehen möchtest, wir haben jetzt hier auch diese Situation, dass wir nicht in der Halle sind, sondern eben hier auf die Zelte verteilt. Wie ist da so dein Eindruck? Also ich war das erste Mal in 2002, da habe ich aber nur die Börse samstags gemacht. Und seit 2004 bin ich meistens mit dem Martin Hillern zusammen. Dem war das diesmal zu riskant mit der Halle, mit seinen Originalzeichnungen. Kann ich nachvollziehen. Hier mit der Halle muss ich jetzt sagen, es ist deutlich besser, als man hatte befürchten müssen. Es war gestern natürlich knallewarm, wenn die Sonne da einen ganzen Tag drauf scheint und ein Haufen Leute sich da durchwälzen, dann ist das ganz klar. Das Gewitter von gestern Abend ist Gott sei Dank nicht durchgekommen, das war ja so die Befürchtung. Heute geht's, haben sie es etwas besser im Griff. Vom Umsatz her, denke ich, ist es okay, das passt, ja. Und jetzt muss man mal gucken, wie sie die anderen drei Tage hinkriegen. Jetzt hier so gut, wenn ich so das Umfeld mit ja, Toilettenreinigung und so ansehe, das ist nicht so optimal, muss ich sagen. Also das wäre sicherlich verbesserungswürdig. Man hat mir aber gesagt, es ist eine Person, die 15 Toiletten betreuen muss. Die ist wahrscheinlich ein bisschen überfordert mit den vielen Leuten. Ich gebe dir gleich einen Tipp. Also bis jetzt bin ich alles losgeworden, was ich loswerden wollte. So, das ist okay. Nein, also ich hoffe jetzt auch, morgen ist der Samstag, dann ist ja eigentlich der Hauptumsatztag. Ich denke mal, da wird schon einiges laufen. Unterm Strich kann man sagen, bin ich im Moment zufrieden. Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen aufschlussreichen Erläuterungen. Wir freuen uns immer über Infos dieser Art. Vor allem noch viel Spaß und ja, guten Umsatz, ne? Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Was ist noch besser, als in einem Park zu sitzen und die Sonne auf den Leib scheinen zu lassen? Noch besser ist es, wenn man dabei ein Eis essen kann. Und das tue ich nicht nur alleine, denn ich habe wieder mal einen Gast dabei. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Thilo Krapp. Hi Thilo. Ich habe das Vergnügen, dich heute ja, persönlich auch mal kennenzulernen, nachdem wir auf Facebook jetzt schon ein bisschen uns quasi befreundet sind. Und da wurdest du ja gehackt. Das ist ja echt übel. Was ist denn dir da passiert? Ach ja, also immer wenn ich das woanders gehört habe, habe ich gedacht, das ist noch schlimmer, aber es ist tatsächlich nicht ganz angenehm. Da ich habe einfach auf eine Privatnachricht irgendwie von irgendeiner mir gut bekannten Person aber geantwortet und das war halt irgendwie ein Link und das war halt nicht seriös und zack, wurde mein eigenes Konto gehackt. Das hätte mir viel früher auffallen können, aber so in dieser Aufregung vor Erlangen oder in der Abreiseaufregung, da habe ich irgendwie nicht mehr richtig geschaltet und dann war das halt so. Mhm. Ja, du bist ja nun eigentlich ein Künstler, den man jetzt gar nicht mehr so richtig groß vorstellen muss. Zuletzt gab es viel Aufmerksamkeit mit deinem aktuellen Werk Krieg der Welten, wo es übrigens ein ganz tolles Interview gibt, auch mit dem Kollegen von deinantiheld.de. Der macht da wirklich ein ganz tolles Interview, habt ihr da geführt. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es da geht. Gibt es vielleicht auch schon noch ein aktuelleres Werk, auf das du hinweisen kannst oder vielleicht anteasen kannst? Also ich bin ein sehr großer Fan von diesen klassischen Science-Fiction-Romanen und der Krieg der Welten ist ja mit der Klassiker schlechthin, was die Science-Fiction-Literatur angeht. Und ich habe einfach ein großes Glück mit diesem Buch, weil ich irgendwie zu einer Zeit an dieses Buch geraten bin, auf eine sehr gute Art und Weise, dass mich das so tief beeindruckend geprägt hat, dass mich das auch nie losgelassen hat. Ich schildere das gerne so, weil ich glaube wirklich, dass es auch Glück ist, wenn man an so einen Stoff kommt und den einfach nicht aufhört zu lieben und sich das nicht so verläuft und man den dann halt wirklich irgendwann auch, wenn man dann reif genug ist dafür, auch wirklich umsetzt. Wenn die Liebe so lange hält zu dem Stoff, dann ist das, finde ich, Glück. Und ja, also dieses Buch ist halt letzten Endes das erste Buch, was eine außerirdische Invasion das allererste Mal beschreibt. Marsmenschen, Bewohner vom Mars, kommen halt auf die Erde und wollen sie, weil sie Rohstoffe suchen, ausbeuten, weil ihr eigener Planet nicht mehr genug für sie bietet. Und der H.G. Wells, der Autor, hat das halt geschrieben als Sozialkommentar sozusagen über die Zustände seiner Zeit, über die zur Kolonialisierungspolitik, insbesondere Englands, weil es ist auch England, das in diesem Buch überwältigt wird von diesen Marsmenschen in einer unfassbar kurzen Zeit für die damalige Zeitdimensionen, so, die man auf dem Schirm hatte, nämlich so 2 Wochen. So. Er dreht also quasi diese Rolle, die England selbst zu der Zeit eigentlich überall auf der Welt gespielt hat, einfach um dem Leser nahezubringen, was das denn eigentlich ist, was man da mit jemandem macht, wenn man den so überrennt und einfach keine Rücksicht auf den nimmt, sozusagen. Musstest du für deine Arbeit dann großartig kürzen, dich auf wesentlichere Sachen reduzieren oder konntest du schon vollumfänglich da alles einbauen? Also ich musste das Buch schon kürzen, aber ich habe es vor allem deswegen gekürzt, weil es so ein paar Stellen gibt, die, wie ich fand, irgendwie sich auch sehr, es soll jetzt nicht negativ klingen, aber es gibt so ein paar Sachen, die wiederholen sich in einem Prosatext nun mal,
Und es lohnt sich nicht, die nochmal im Bild zu zeigen, weil man da im Bild mit Chong alles gesagt hat, wenn man es einmal gezeigt hat. Also zum Beispiel kommen so Situationen vor, dass nochmal geschildert wird, wie irgendeine Batterie von Kanonen aufgestellt wird, die dann wieder nutzlos sind gegen die Marsianer. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ich zeichne jetzt sowieso nicht so gerne andauernd nur Waffen. Ich habe es ja schon einmal mit der großen Seeschlacht gezeigt und so und mit anderen Dingen auch. Das ist eh völlig klar, dass die Marsianer überlegen sind. Das kann ich kürzen oder so. Ne? Ich habe auch keine Figuren rausgekürzt, die essentiell wichtig sind zumindest. Und das Buch ist auch in manchen Teilen so ein bisschen beschreibend für eine Situation, die ich dann, wenn ich diese Beschreibung verarbeite in der Illustration oder im Comic, eigentlich, das kürzt an sich schon Seiten. Ne? Man braucht ja einfach auch mit Worten manchmal viel mehr Platz, um etwas zu beschreiben, was man mit Bildern in kürzerer Zeit darstellen kann. Deswegen war dann das Kürzen an sich nicht so extrem stark Thema eigentlich. Von Szenen jetzt, von richtigen Szenen, war eigentlich nicht so stark Thema. Okay. Da würde ich, wie gesagt, nochmal also wirklich direkt auf dieses Interview eben verweisen. Da geht er auch gezielt auf diese auf so Sachen ein wie Gebäude, wo du zum Beispiel viel Recherchearbeit wohl gemacht hast, viele Details, die da einfach mit einfließen, weil du ins viktorianische England da wohl auch gezeigt hast. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen, da kann ich einfach dieses Interview empfehlen, dass ihr da unbedingt mal reinhört. Gibt es denn schon ein neues Werk, auf das du teasen kannst oder so Ideen, die dir im Kopf rumschwirren? Also diese Klassiker lassen mich natürlich nicht los. Es gibt noch so mindestens zwei weitere, die mich immer sehr, sehr stark interessiert haben. Und das ist zum einen Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Daran arbeite ich auch gerade. Macht unheimlich viel Spaß, weil das mal wieder so ein typischer Stoff für mich ist. Ich muss mir wirklich eine überzeugende, trotzdem gelungene und richtige Alternative zur Nautilus ausdenken. Das ist ja immer nicht so einfach, weil es das nicht nur schon so oft gibt, sondern weil Disney da ja auch so eine ikonische Form schon vorgegeben hat. Das muss halt komplett anders werden, aber ich habe da einen ziemlich guten Ansatz gefunden, finde ich. Und dann wäre es, oder ist es auf jeden Fall noch die Zeitmaschine von H.G. Wells, der für mich ist das so eine Trilogie. Also ich finde, diese drei Bücher, Der Krieg der Welten, 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Zeitmaschine, das sind für mich so die ikonischen Klassiker dieser Literatur und die würde ich halt wirklich gerne mal machen. Und da gibt es aber natürlich noch andere Stoffe, auch von Wells, die mich sehr interessieren. Der war ja auch einfach ein unheimlich guter Autor, Verne auch, aber Wells ist nochmal, ist mir irgendwo vielleicht, ich stelle gerade fest, der Verne ist einfach anders, er ist auch humorvoll. Ja. So, und den muss man einfach anders angehen. Das ist auch gerade das Reizvolle für mich, mich jetzt nochmal umzustellen. Aber meine Liebe zu Wells ist halt schon auch so, dass ich denke, zu dem dann nochmal irgendwie danach wieder zurückzukehren mit was anderem, das wäre schon auch sehr toll. Ne? Und man merkt schon auch, wie du davon sprichst, dass da offensichtlich ganz viel, da ist eine Leidenschaft dabei, da ist ein Herzblut dabei, das ist nichts, was du dich mal eben thematisch aufgreifst, weil es einfach gerade irgendwie total cool wäre oder so, sondern du bist da wirklich Fan, wie man scheint es zumindest. Also da können wir schon sehr gespannt sein, was uns erwartet. So ein paar Themen gibt es natürlich immer, die mir so im Kopf rumschwirren, wo meine Interviewgäste, glaube ich, genau die richtigen Ansprechpartner wären. Und ein Thema ist hier auch auf dem Comic-Salon, dass es ja natürlich verschiedene Subgenres im Comic gibt. Also wer an Comics denkt, der denkt häufig an die Klassiker. Ja, das sind eben hier jetzt zum Beispiel eben auch die in Deutschland beliebten Asterix-Bände. Das sind Superhelden-Genre, das sind eben das hier eher wenig vertretene Manga-Genre. Die sind aber alles Aspekte des Comics. Und dann gibt es eben noch Leute, die sehen einen extra Bereich im Bereich Graphic Novel. Und Graphic Novel ist ein Begriff, der ist auch nicht unumstritten. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Begriff Graphic Novel, in dem man dich ja dann auch häufig auch reinsteckt? Was ist für dich eine Graphic Novel? Also es gibt schon so ein paar Parameter, über die man sich jetzt auch nicht komplett uneins ist, was eine Graphic Novel ausmacht. So erlebe ich es zumindest. Also ich habe noch niemanden getroffen, der dem jetzt widersprechen würde, sage ich jetzt mal, was ich jetzt gleich sagen werde. Und zwar Graphic Novels sind in der Regel in der allergrößten Häufigkeit halt auch Stoffe, die irgendwie meistens eine längere Erzählzeit haben. Also du kannst längere Geschichten damit erzählen. Es nimmt dir der Leser irgendwie ab in der Form, die die Graphic Novel so hat, mit ihrem Format und ihrer Art Zeichenstilmöglichkeiten, die die so mit sich bringt. Was zum Beispiel mir auch entgegenkommt, ich mag zwar das klassische Albenformat auch, ich habe jetzt gerade auch eine Kurzgeschichte gemacht, war auch sehr reizvoll für mich, aber dieses noch ein paar Seiten mehr ist für mich gar nicht so schlecht für das ein oder andere Projekt, vor allem für die mich interessieren. Und dann ist es halt auch so,
es ist schon so, dass in dieser Sparte es sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Man muss es ja auch immer so ein bisschen schwammig formulieren, weil es ist ja entstanden. Es hat ja niemand jetzt einmal gesagt, so, das ist jetzt die Graphic Novel und so sieht sie aus, sondern es ist ja auch entstanden. Es ist ja niemand alleine dafür verantwortlich. Es ist halt auch so, dass man so ein paar persönliche Färbungen eher reinbringen kann, meiner Meinung nach. Vielleicht wird sich das weiter aufweichen. Ich sehe das jetzt schon so manchmal in diesen Alben, in diesem Albenmarkt oder auch in dem Heftmarkt. Das kommt jetzt, dass man vor allem Zeichnern ihrem Zeichenstil nochmal stärker zuspricht. Also diese ganzen Projekte, so Spirou mit einem anderen Stil zu zeigen, von einem bewusst ausgewählten anderen Zeichner, das hat ja schon sowas, das hat man früher eher in der Graphic Novel erwartet und der so zugestanden, ne? So einen individuelleren Zeichenstil, abweichend von irgendeiner Norm. Ja, aber trotzdem, ich finde den Begriff wirklich nicht so schlimm, weil ich finde, der ist erstens irgendwie entstanden. Warum ihn jetzt schon gleich wieder verhöhnen? So lange ist er ja nur auch noch nicht da, mal ganz ehrlich gesagt. Und er ist ja auch für manche Sachen wichtig gewesen oder vielleicht auch immer noch wichtig. Manche Leute sortieren das einfach halt nun mal ein und das ist gar keine schlechte Absicht, sondern die sagen, von diesem Stoff, der so heißt oder der sich so labelt, erwarte ich irgendwie so das. Und wenn das dann erfüllt wird, zumindest auf eine gewisse Art und Weise, hat das irgendwie auch einen gewissen Zweck. Also wenn Buchhändler zum Beispiel so dann gut oder besser mit der Ware umgehen können oder so und die besser an den Kunden kriegen oder auch Verlage, ich finde das nicht so schlimm. Und ich meine, natürlich ist für mich eine Graphic Novel auch ein Comic. Definitiv. Was soll sie sonst sein? Also auch die Frage. Aber ich finde es halt haarspalterisch, irgendwie zu sagen, das muss jetzt aber ganz klar sein, ab wo wir das jetzt Comic nennen dürfen, das finde ich irgendwie ist so redundant. Also ich meine, es gibt viel größere Probleme, über die man sich unterhalten kann, als ab wo hört es auf, wenn jetzt noch ein Panel mehr dazu kommt, ist es eine Graphic Novel oder was? Also es ist doch, ich finde es wirklich nicht wichtig. Ich verstehe, dass man sich darüber unterhält, aber das wird sich, wenn dann, von alleine verändern, glaube ich. Und vielleicht durch die Diskussion, die wir hier jetzt auch gerade führen und die so im Raum schwebt, aber nicht zwingend von heute auf morgen durch ein abschließendes Statement von irgendjemandem, glaube ich. Es gibt ja auch da ganz verschiedene Aspekte für und Ansichten. Der eine sagt, es wäre vielleicht einfach nur so ein Marketingbegriff, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn selbst wenn es, egal wie man es definiert, dafür sorgt, dass mehr Leute Comics kaufen, ist es völlig richtig. Es ist definitiv kein einziger Marketingbegriff, weil, also das wäre zumindest unfair, wenn man das so sagt. Vielleicht ist es das jetzt geworden, ein bisschen, oder auf dem Weg dahin, das zu werden. Aber es ist unfair, das so zu sagen, finde ich, weil es ist unter ganz anderen Umständen entstanden. Der Begriff wurde ja wirklich erfunden, um wirklich auf etwas hinzuweisen, was anders war damals. Also diese Underground- Geschichten mit eigenen Themen, die Zeichner sonst niemals hätten irgendwo anders unterbringen können, dass dieser Begriff dafür entstanden ist. Das hat ja einfach einen Grund und eben keinen Marketinggrund, sondern eigentlich eher so, um einen Begriff für etwas zu finden, was einfach neu war. Das kann man ja niemandem vorwerfen. Das findet ja jeder. So, und klar, das hat sich verändert und ja, aber es verändert sich andauernd immer alles. Also. Du bist ja nicht nur hier, um zu signieren und den Fans eben deine Werke also da eben zu signieren. Ich weiß nicht, ob du auch noch ein paar, ob du zeichnest hier vor Ort, das weiß ich gerade gar nicht. Aber du bist vor allem auch hier, weil du hier bei einer Podiumsdiskussion jetzt gleich teilnehmen wirst. Wie heißt die, worum geht's und was erwartet uns da? Also ich bin vor allem hier, um zu signieren, glaube ich, weil ich irgendwie da mehr Termine habe als irgendwelche Diskussionen oder Präsentationen. Aber dieses Panel, um das es gleich geht, das nennt sich Queere Comics und Charaktere. Und es geht darum, so ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen, wenn wir das überhaupt können, in diesem ungefähr einstündigen Panel dieser Diskussion mit Martina Schradi, Reinhard Kleist und Markus Pfalzgraf, wie das für deutsche Zeichner so ist, oder überhaupt für Zeichner, eine schwule Figur zu erfinden oder eine queere Figur, eine Figur mit einer anderen Prägung als so die Norm ist und wie man die so lanciert, wie man die erfindet, was für Geschichten man mit denen erzählen kann, wie die so vielleicht auch zu vermarkten sind oder so. Ich weiß es noch nicht so genau, was da auf uns zukommt. Wir haben uns nur so grob abgestimmt. Aber das ist ja auch das Spannende daran. Also zu gucken, was ist da überhaupt los und was passiert da? Wie sind wir da drauf gekommen, auf diese Figuren und so weiter und so fort?
Dann hatte ich ein Gespräch mit einer Manga-Zeichnerin, die viel aus diesem Bereich macht und auch sehr engagiert zu sein scheint, gar nicht so klare Trennungen in verschiedenen Zielgruppen und Comic-Genres zu nehmen, sondern möglichst alles irgendwie zu vereinen. Ein Gedanke, den ich grundsätzlich auch sehr empfehlenswert finde, dass man hier eben nicht versucht, Leute in Grüppchen zu unterteilen, zu teilen und herrschen, sondern eben wirklich einfach zu sehen. Jetzt ist meine persönliche subjektive Wahrnehmung, dass gerade dieses Querthema in Manga eine große Rolle spielt. Warum ist das in so klassischen Comics, aus meiner subjektiven Wahrnehmung wirklich gesprochen, eher seltener ein Thema? Was denkst du? Also meine Theorie ist, dass das so ein bisschen auch ein kultureller Unterschied ist. Also Mangas sind ja entstanden in einer ganz anderen Kultur als unsere europäische Kultur hier, die westliche. Und Mangas sind einfach, haben sich entwickelt zumindest dazu. Ich bin kein Manga-Spezialist, aber meine Beobachtung von Mangas ist immer die gewesen, dass Mangas sich zumindest in einem sehr breiter Weise dahin entwickelt haben, dass sie Gefühle unheimlich gut beschreiben können. Sie nehmen sich sehr viele Seiten Zeit dafür, diese inneren Monologe der Figuren mit sich selbst irgendwie auf Papier zu bringen und zu sagen, was in ihnen vorgeht, wie sie sich mit irgendwas fühlen. Und sie machen das zum Teil auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also es ist fast wie eine psychologische Studie, ein Psychogramm dann von der Person. Das machen sie unheimlich gut zum Thema. Und ich glaube, deswegen ist es auf jeden Fall für mich ein Grund, warum das in den Mangas deswegen besser möglich ist, Geschichten mit diesen Figuren zu erzählen, weil man es den Figuren in den Mangas schon mehr von vornherein zuspricht, dass sie überhaupt das reflektieren oder dass da noch was anderes los ist als das Gängige. So. Also es ist für mich ein Aspekt. Es gibt bestimmt noch mehr, deswegen, weil ich aber kein Spezialist bin, kann ich da nicht so viel mehr zu sagen. Aber meine Beobachtung war das immer und ich merke das auch bei den Leuten, die ich unterrichte, ja auch zeichnen und die so vom Manga kommen, dass sie das auch so bestätigen. Also ich habe erst neulich eine Unterhaltung mit einer Studentin darüber gehabt, die hat dann auch gesagt, wir waren uns beide so einig, dass das etwas ist, was den Manga auch schon stark ausmachen kann, dass da so das Gefühlsleben thematisiert wird. Ne? Tilo, ich bedauere, dass ich die Diskussion gleich nicht miterleben kann, weil ich zeitlich ein bisschen verplant bin. Ich habe den Eindruck, du bist ein sehr reflektierter Mensch, der sich auch über Comics und die Comic-Szene durchaus einige Gedanken macht. Verfolgt den Mann mal. Ich glaube, da erwartet uns noch Großes. Eine kurze Frage zum Schluss mit Bitte um kurze Antwort. Vielleicht so der letzte Comic, den du für dich entdeckt hast, den du selbst gelesen hast, vielleicht auch fernab von deinem Haus- und Hofverlag. Aber selbst das wäre... jetzt hast du mich ertappt. Ach so, wen ich wirklich entdeckt habe vor kurzem, es war zwar schon viel in den Medien, Die Leichtigkeit von Catherine Meurice. Also für mich einer der allerbesten Comics der letzten Jahre, weil mit so wunderbarer eben auch Leichtigkeit beschrieben wird, was man tun kann, gerade als Zeichner, um wieder auf die Füße zu kommen. Wenn man sowas erlebt wie die Zeichnerin in diesem Buch, also hervorragend beschrieben und stilistisch unheimlich toll wandelbar innerhalb des ein und desselben Comics. Großartig, humorvoll, ganz toll. Ganz viele Referenzen, ganz tolle Frau. Ich habe eine Lesung in Frankfurt miterlebt, ganz großes Kino. Ganz toll. Also ich war total geflasht. Also vor allem... Sie zeichnet in ihrem humoristischen Charlie Hebdo-Stil und dann zack, kommt auf einmal irgendwas naturalistisch gezeichnetes, dann kommt was malerisches. Ich dachte, das ist ja der Wahnsinn, die ist ja total frei. Also es war, hat mich sehr beeindruckt. Das ist so wahr, weil sie nämlich sagt, wenn es dir so scheiße geht als Zeichner, schau dir einfach was Schönes an, du hast das Recht dazu und das wird dich allmählich wieder dahin zurückführen, mit dir wieder auf die Beine zu kommen und seinen Frieden zu machen. Und das fand ich so toll, weil ich das selber auch immer so beobachtet habe, aber niemand hatte es bisher mal so ausgesprochen, aber sie hat es in dem Comic getan. Tilo, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Veröffentlichungen und ich würde mich freuen, wenn es eine Trilogie wird. Ja, ich mich auch. Ciao. Ciao. Wir sitzen in Halle C, es geht gen Feierabend, es ist eigentlich mehr Zelt C und ich habe zwei junge Damen, die haben gerade eine Lesung hinter sich. Zum Interview. Hallo, ich bin der Andi, wer seid denn ihr? Hallo. Ich bin Burju. Ich bin kompliziert Karolina Hirschewska, kurz gesagt Karoche. So kompliziert ist sie gar nicht. Naja, aber der Name. Aber Karoche, merkt euch einfach Karoche. Was habt ihr da gerade auf dieser Bühne gemacht? Tja, wir haben gerade eine Feierabend-Collage vorgestellt. Wir beide leben halt in Berlin. Nach dem Studium sind wir dorthin gezogen, natürlich noch immer mit der utopischen Vorstellung, dass wir
total reich werden mit Comics und so. Ja, Klassiker. Klassiker. Dann sind wir dorthin gekommen und haben halt festgestellt, oh, keinen interessiert. und jetzt natürlich müssen wir unsere Brötchen halt mit normalen Jobs verdienen. Und nach dem Feierabend versuchen wir halt immer noch kreativ zu arbeiten. Und das ist wahre Passion, weißt du, wenn man nach der Arbeit noch arbeitet. Ja. Das ist Liebe. Ja. Ja. Also es ist kein Hobby mehr, oder was? Nein. 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 Tatsächlich, also mein Vater versucht mir das immer noch einzureden. So, das ist doch ein Hobby, das du machst. Das ist kein Hobby, ich hab das studiert. Mach doch mal was Ordentliches. Und wir fangen erstmal mit dem Wichtigen an. Ich habe hier was zu trinken stehen. Oh yeah. Es hat verschiedene Farben und es ist alles andere als natürlich. Und ihr dürft euch da was aussuchen. Davon kriege ich bestimmt Kopfschmerzen. Ja, aber Litschi finde ich schon mal richtig geil. Das muss man doch eigentlich klopfen, oder? Litschi, sowas, ne? Apfel, das ist super für die Aufnahme. Und Pfeffi. Jetzt wird geklopft. Da muss man auch voll. So muss man das. Ich dachte, man klopft die so von der Seite. Ich klopfe die immer auf den Kopf. So auf den Kopf. Ach, das ich klopfe dir auf den Kopf? Nee. Die Blau Fleck, die scheiße aus. ja, nicht lang Schnacke. So, Strufka. Cheers. Cheers. Kann ich das so ganz langsam schlürfen? Das so ist wie, mega süß. So was ist mit dem Mikrofon, wenn das. Ja. Es kommt doch aber, es bleibt doch drin, wenn du es geschluckt hast. Warum sollte es wieder rauskommen sollen? Oh, lecker. Fantastisch. Ist schon ein bisschen. Perfekt. Kann man drauf verzichten. Ach, hier. Du genießt es. Schön. Ja. Ja, wie ist denn das? Also, ihr veröffentlicht beim Jahrverlag diese Feierabendkolonie. Habt ihr das jetzt veröffentlicht? Kommt noch? Nee, also unsere Lesung war wirklich, wir haben unsere Kurzgeschichten zusammengeschmissen. Die sind jetzt getrennt irgendwie von uns selber eigenveröffentlicht worden. Ja. Mhm. Also bei mir sind einige Kurzgeschichten in dem Heft Ahnungen drin. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Die Sachen von Caro gibt es als Poster oder kleine Hefte. Genau, das sind vor allem Eigenpublikationen, die wir auch, wir haben nämlich ein Künstlerkollektiv, die Goldene Disco-Faust, sollte man sich auf jeden Fall merken, falls man sie noch nicht kennt. Und wir gehen halt auf unterschiedlichste Festivals und nehmen dann auch unsere Eigenpublikationen mit, sowohl als auch die Veröffentlichungen, die wir hatten beim Jaja Verlag oder bei Zentrala. Okay. Das heißt, eure Lesung war jetzt quasi einfach ein Cocktail aus allen Arbeiten, die es so gibt, aus vielen Arbeiten von euch, die ihr eben eine Feierabend-Collage genannt habt. Genau. Collage wahrscheinlich. Genau. ja, vielleicht mal so ein bisschen zu euch. Wie kam es denn so zum Zeichnen? Habt ihr das irgendwie so gelernt oder habt ihr euch das selber beigebracht? Oder wie machten ihr das eigentlich? Wie kam es dazu? Bei dir, Birgit. Also so kurz vorm Abi habe ich gedacht, ich mache was mit Kunst. Oder ich mache Psychologie. Und dann waren meine Noten zu schlecht. Und deswegen hast du Psychologie. Ja, genau. Nee, also ich meine, das ist schon wahr, aber im Endeffekt ist es halt einfach etwas, was ich immer schon gern gemacht habe. Ich habe dann irgendwie angefangen, an einer Fachhochschule so eher Design zu studieren. Und dann habe ich gemerkt, boah, nee, ich will Geschichten schreiben. Und dann bin ich an die Kunsthochschule Kassel gegangen und seitdem schreibe ich Geschichten, ja. Tatsächlich. Es hat funktioniert. Wie ist es bei dir? Also ich wollte mit 10 die berühmteste Mangaka der Welt werden. Mhm. Mit 14 habe ich dann versucht herauszufinden, wo man das studieren kann. Mangaka. Ja, oder Comics oder Trickfilm. Ich habe mich alles Mögliche habe ich versucht herauszufinden. Dann habe ich angefangen an der Kunsthochschule Kassel halt auch zu studieren, wo ich dann ganz schnell herausgefunden habe, daraus wird nichts. Man muss sich schon um einiges mehr anstrengen, als irgendwie einen Traum zu haben. Aber das war eine Herausforderung und war dementsprechend auch nur noch interessanter halt. Also das Erste, was mein Prof mir damals gesagt hat, du musst aufhören, japanische Comics zu lesen, lies mal die europäischen. Okay. Einfach um mein Wissen zu erweitern. Ah, das war auf jeden Fall das Richtige irgendwie. Auch ich habe so viele neue Comics und neue Schienen entdeckt und dafür bin ich sehr dankbar, weil die mich halt auch jetzt in meinem Zeichenstil sehr beeinflusst haben, denke ich. Unser Professor Hendrik Dorgarten, wir haben dich lieb. Ja, wir haben dich lieb, Hendrik Dorgarten. Er hat uns so am meisten angefeuert gerade bei der Lesung. Und euer Professor, das habt ihr euch dann auch über das Studium kennengelernt oder wie lief das? Wir beide, ja. Ah ja, okay. Quasi Kommilitonin. Genau. Weil das Kollektiv Die Goldene Disco-Faust ist auch im Studium entstanden. Und das ist halt ein Künstlerkollektiv, aber wir sind halt auch aus Freundschaft zusammen entstanden. Mhm. Und ja, das hat sich so gefestigt. Heute ging es ja in der Lesung, ich habe es ja von Anne moderieren dürfen, so ein bisschen um urbane Themen, moderne Themen, auch aus einer weiblichen Perspektive. Sind das so eure Kernthemen oder gibt es auch weitere?
Also ich denke, es gibt noch weitere, aber also bei mir ist es so, es ist schon so, dass die meisten Sachen, über die ich schreibe, schon aus meiner Sicht sind. Mhm. Also insofern spiegeln die schon so meine Lebensrealität irgendwie wider oder Sachen, die ich halt aufschnappe, was andere mir erzählen oder so. Okay. Würde ich sagen, ja. Bei mir ist es eher so die Einflüsse von draußen, aber ich mag sie gerne koppeln, auch mit völlig absurden Situationen, wie dieser Comic, wo das Mädchen plötzlich dem Typen einen runterholt in der Öffentlichkeit. Sowas ist Absurdes, würde eigentlich nie passieren, aber ich mag im Comic mit solchen Dingen spielen, weil es einfach, weil man es da einfach machen kann. So. Also ist auch Sexualität ein Thema, das bei euch dann regelmäßig mal eine Rolle spielt? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, immer. Wie ist das eigentlich? Ich hatte heute verschiedenste Gespräche auch zum Manga und unter anderem heute das Thema Quercomics spielt heute auf dem Salon auch eine größere Rolle, also eben quasi sexuell sehr bunt gemischte Themen, die in Comics dann unter anderem stattfinden können. Und die Theorie war, dass das in Manga tendenziell eher vorkommt als in anderen Comicformen. Ja, ich hatte eben ein Gespräch mit Thilo Krapp, wo wir da auch ein bisschen spekuliert haben. Wie ist das bei euch? Spielt das bei euch auch irgendwie eine Rolle? Also ich habe ja das Ding über Voging gemacht. Ja. Das habe ich jetzt bei unserer Lesung nicht vorgelesen, weil es eher erklärend war. Ich wollte jetzt eher mal die Atmosphäre rüberbringen, aber das war für mich ein großes Thema, weil also Voging, kennst du das? Voging ist eine Tanzform, die ist in den 80er Jahren entstanden in der afroamerikanischen homosexuellen Szene in New York. Mhm. Und in den 80ern war ja das ja noch ein bisschen anders, da waren sie ja noch ganz anders diskriminiert leider und es war dann auch noch die Zeit, wo AIDS so hervorkam, es war ziemlich viel Feindlichkeit und so in dieser, aus diesem Grund ist halt dieser Tanz entstanden, hat sich jetzt ziemlich doll weiterentwickelt. Es gibt so verschiedene Formen und ich habe mich damit sehr lange beschäftigt, weil ich so ein tolles Erlebnis hatte. Da war Caro auch dabei. Es war ein Abend, wo eine Freundin von uns gesagt hat, hey, wir gehen auf einen Ballroom. Und wir waren so, keine Ahnung, irgendwas mit Fashion und Tanzen, wir gehen da mal hin, keine Ahnung. Und dann war das so wunderschön. Es war so eine Wahnsinnsatmosphäre. Also das ist halt, also es kommt vom Vogue, das Magazin. Und es, am Anfang waren das halt so Posen. Ich mache das jetzt, natürlich kann man es jetzt nicht hören, was ich mit den Händen mache. So dieses diese Frame aus dem um das, nein, so diesen Frame um das Gesicht herum. Ja. Was war eigentlich deine Frage? Ich habe das jetzt erzählt. Also es ist mir wichtig, diese Themen so, ich glaube, vielleicht ist es bei mir auch eher sowas, dass ich gerne Gruppen, die irgendwie in der Gesellschaft nicht so viel Platz haben, mehr in den Vordergrund rücken will und weil wir davon was lernen können. Mhm. Ist Teil eurer Arbeit und auch der Themen, die ihr so habt, schwingt da was bisschen Provokation mit oder ist das gar nicht eure Absicht? Falls das so wirken sollte auf den Leser. Das ist ganz lustig, weil ich habe das letztens tatsächlich auch gehört, dass meine Comics sehr satirisch sind, obwohl ich das überhaupt gar nicht so empfinde. Ich meine die bitter ernst. Nein, aber ich glaube, in erster Linie möchte ich gar nicht provozieren, sondern ich finde es in dem Moment einfach selber lustig und habe Lust drauf. Und das ist auch, glaube ich, eins der guten Dinge, wenn man nicht reich wird durch das Comiczeichnen. Man hat eine große Freiheit, sich die Geschichten auszusuchen, die man machen möchte. Und die Dinge, die einen interessieren. Ich weiß nicht, ob unsere Geschichten unbedingt provozierend wirken. Wirken sie so? Also, ich habe bei meinen nicht das Gefühl. Ich habe bei meinen auch nicht das Gefühl. Alles klar. Hast du dich provoziert gefühlt? Nein, ich hatte auch tatsächlich noch nicht die Gelegenheit, mich also auch während der Lesung so ausgiebigst damit zu beschäftigen, ob ich ein bisschen was aufgebaut habe. Ach so, ja. mal ein bisschen auch zur Arbeit selbst. Wie entstehen denn eure Werke? Also wie kommt es dazu von der Idee bis zur Umsetzung? Vielleicht könnt ihr das mal so ein paar Worten zusammenfassen, auch vielleicht für Leute, die nicht so ganz im Detail stecken. Trefft ihr euch auf, also setzt ihr euch auf eine Wiese und malt in euren Zeichenblock oder macht ihr das eher alles zu Hause? Wie läuft es? Wir zeichnen auch draußen, gemeinsam, das machen wir auch. Ja. Also bei mir ist es oft so, dass ich irgendwie so eine Ahnung von einer Idee für eine Geschichte habe, also irgendwie oder irgendein Bild, was ich stark finde und dann fange ich an, die Geschichte drumherum zu bauen und meistens ist es dann Schreiben und Zeichnen gleichzeitig. Also ich schreibe dann, manchmal sind es Kurzgeschichten oder Stichwörter auf und zeichne gleichzeitig und dann verbindet sich das dann so. Mhm.
sich verflechtende Geschichtenstränge, habe ich vorhin gelesen. So ungefähr. Wow. Also gar nicht so dieses klassische Strukturelle mit einem Anfang, einem Ende und einem Protagonisten, der oder Protagonistin, die auf dem Weg von A nach B? Das kommt dann später. Also wenn ich dann die Geschichte bauen muss, dann muss ich halt dann anfangen zu überlegen, wer ist denn eigentlich die Person und was passiert mit der Person und warum. Und warum ist ihm das überhaupt wichtig und, ja, okay. und so. Das kommt irgendwie später, aber so bei mir ist immer der erste Schritt zu einem Projekt eine Bildidee oder ein Satz oder sowas. Also auch ein bisschen so aus Fragmenten, die dann vielleicht irgendwie bestehen, das zusammenzubasteln. Sehr gut. Wir sind hier am Stand der Comic Solidarity, wo wir irgendwie alle dazugehören, ist glaube ich so mein Eindruck, ne? Wie ist das jetzt hier am Tisch? Habt ihr schon irgendwie Signierstunden gehabt? Kommen die noch? Weiß nicht, habt ihr schon irgendwie ersten Kundenkontakt gehabt? Wie sieht's aus? Wie waren die Tage bis jetzt? Gerade heute auch. Also ehrlich gesagt sind wir heute erst angekommen. Sehr gut. Und daher glaube ich, lassen wir uns erstmal so auf das Festival ein und schauen, was kommt. Birjo hat morgen eine Signierstunde in Halle A beim Jaja Verlag von 14 bis 15 Uhr. Ja, so war das. Ja, bei der Annette, die auch immer gestern hier schon gelesen. Und wir hatten auch schon Interviews mit anderen Kollegen vom RR Verlag gehabt. Das scheint ein ganz tolles Kollegium zu sein. Ja, die sind richtig cool. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen über euch und eure Werke zu plaudern. Wir danken dir. Wie immer, passt alles in die Shownotes rein. Ich werde alles verlinken von Facebook, Twitter, Instagram und keine Ahnung. und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und jede Menge Erfolg. Ciao. Danke dir auch. Ciao. Ich drück mal auf Start. Auf Start? Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, okay. Ich muss jetzt still sein, ne? Wir sind hier in einem Biergarten, hier ist nichts still. Ist gar nicht still. Bier, gute Laune, frische Luft, jede Menge Leute. Und quasi so eine Art Einstieg in das, ich glaube, Bitstorm heißt die Veranstaltung, die hier gleich noch ist, die ich noch besuchen gehen werde. Ich sitze natürlich nicht alleine, also genau genommen sitze ich hier mit gefühlten 500 Leuten, aber ich sitze vor allem mit meinem jetzigen Interviewgast hier. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Juhu, ich bin der Michi von Mickey at Six und guck dir zu, wie du deinen Puschel arrangierst. Es ist ja. Mein Puschel, also Leute, ich bin hier, auf dem Mikro haben wir so einen flauschigen Windpuschel, der gute Arbeit tut, wenn Wind ist, aber er kann natürlich gegen die ganzen Hintergrundgeräusche nichts machen. Das ist das geilste Interview meines Lebens. Jetzt schon. Und ich habe ja was gehört, ne? Ich habe gehört, du machst was mit diesem, wie heißt es? Comics, genau. Was machst du denn da eigentlich? Es ist eine ganz große Überraschung. Ich zeichne Comics aus Spaß, aus Hobby. Ich bin eigentlich Filmemacher und mache Lehrfilme für Unternehmen, für Schulen. Und irgendwann habe ich mal gedacht, ist ganz schön, diese Sachen zu machen, aber auch mal geil, wieder so eigene Sachen zu machen. Und da bin ich wieder angefangen, Comics zu zeichnen. Habe ich das letzte Mal gemacht vor ungefähr 18 Jahren oder so. Und jetzt bin ich da wieder angefangen und habe meine tägliche Comicserie Mick at Six, heißt so, weil es um Mick geht. Also ich war jetzt noch nicht wahnsinnig kreativ mit der Figurenauswahl. Habe ich gedacht, fängst du mal mit mir an. Aha, okay. Ja, und da geht es halt um Mick at Six, der halt jeden Morgen um 6 Uhr ein Comic veröffentlicht. Und es geht um Mick, um seine Disziplin, seine Motivation, die Tigermaus und ein bisschen Depri ist halt auch immer dabei. Ah, Depri ist manchmal ganz unterhaltsam. Du hast gemeint, du warst 18 Jahre raus. Da bist du ja ganz schön aus der Übung, oder? Ja. Hat sich auch einiges geändert in 18 Jahren, schätze ich mal. Gerade was Veröffentlichungen angeht, auch was gefragt ist, worauf man Bock hat, wie man arbeitet. Was war so der krasseste Umbruch? Also sollen wir hier wenn es um Comics geht, fange ich ja gerade erst echt wieder an. Ne? Also ich habe jetzt in den letzten 18 Jahren meine Selbstständigkeit aufgebaut als Filmemacher. Habe viele Erklärfilme gemacht und habe da natürlich auch immer schon gezeichnet. Und im Jahr 2016 war da ein sehr großer Auftrag, dass ich für die Physikdidaktik in Münster einen 90-minütigen Lehrfilm über die Quantendimension gemacht habe. Und das ist schon sehr abgefahren mathematisch gewesen. Das war so ein bisschen irgendwie so das Ding, wo ich mal sagte, so jetzt brauchst du mal wieder so dein eigenes, ne? Hatte ich so angefixt, fand es so geil, musste es unbedingt mehr machen. Ja, das ist der Nebeneffekt, ne? Aber als Illustrator, der ich ja auch bin, also ich zeichne meine Animationsfilme, da muss ich halt immer regelmäßig zeichnen und ich brauche eine zeichnerische Übung. Und die kriegst du, also viele
wie ich auch, haben eigentlich immer in Skizzenbüchern gezeichnet. Ne? Skizzenbücherzeichnen ist so schön, das ist so eine geniale Sache. Das hat man während des Studiums gemacht und auch danach noch. Aber wenn du erstmal so ein paar Jahre im Berufsleben bist und nicht mehr viel rumkommst, sondern nur noch am Schreibtisch sitzt und deine Arbeit hast, und dann ist das Skizzenbuchzeichnen irgendwie mehr so eine Bürde als ein Hobby. Ne? Und ja, da ist es dann halt so, dass ich dachte, okay, ich könnte ja eigentlich in Skizzenbüchern zeichnen, um mich halt weiter frisch zu halten, aber irgendwie hat das nie so geklappt, ne? Also ich wollte halt gerne, also Skizzenbücher sind eine geile Sache. Ja. Ich empfehle das jedem, das zu machen, zieht das durch, macht Skizzenbücher. Aber wenn ihr irgendwie im Beruf steht und irgendwie andere Aufgaben habt und es nicht mehr regelmäßig hinbekommt, macht einen Webcomic. Weil das war meine Motivation, zu sagen, okay, ich stehe jeden Morgen auf um 6 Uhr und veröffentliche meine Zeichnung des Tages im Internet. Und dann hat man halt irgendwie den Druck, jeden Morgen doch was abzuliefern. Und das ist quasi, ist Mick at Six mein Online-Skizzenbuch. Ne? Wo du dann, Mick at Six ist also quasi jetzt keine fortlaufende Geschichte, die du erzählst, sondern du erzählst mit der Figur Mick quasi deinen Alltag oder veröffentlichst du einfach nur Skizzen? Ich muss gestehen, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ist geil, wer, ne? Wer ist jetzt eigentlich, ist das eine eigenständige Figur? Bist eigentlich du das? Und gibt es da eine grobe Handlung irgendwie? Ja, und das ist das Schöne und das Dramatische. Ich habe mir nämlich von Anfang an gesagt, ich lass mich treiben. Ich habe also mein einziges Konzept, mein einziger Deal war von Anfang an, egal was du machst, aber um 6 Uhr morgens ist dein Comic online. Ja, mhm. Und diese Sache mit Mick and Six ist halt jetzt wirklich über die letzten 3 Jahre gewachsen. Also ich bin angefangen natürlich mit mir als Figur, der da einfach sitzt und sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie Comics. Und deswegen ist der Mick da und die anderen Figuren, die jetzt mittlerweile etabliert sind, die sind nach und nach erst aufgetaucht. Ne? Also zuerst war Chuck da, die Motivation, ja super, ich mache jetzt einen Webcomic. Aber Chuck ist leider Burnout gefährdet. Also ja, der brennt halt Feuer und Flamme, aber puff, ist er dann aus. Ne? Ja, und dann musste die neue Figur her, die Disziplin, die Mick, Alter, zu ermahnt, hallo, du musst schon hier jeden Morgen jetzt wieder antanzen und deinen Comic machen. Ne? Und wenn das nicht mehr mit Motivation geht, dann geht es mit Disziplin. Hier bin ich. Und dann haben wir denn immer so, wie habe ich mir das denn vom Aufbau vorzustellen, weil wir jetzt noch nicht auch hier wir gerade ein bisschen schwierig die Möglichkeit haben, das mal eben aufzurufen und uns mal Beispiele anzuschauen. Oder hast du da etwa was vorbereitet? Ja, läuft hier, ne? Wir haben hier online. Ach, also ich hab auch jetzt im März tatsächlich auch einen Animationsfilm gemacht. Ne? Ich meine, den kann man mal so nebenher anfangen laufen zu lassen. Ne? Also es ist quasi der Animationsfilm, der zeigt, wer Mick ist, was Mick vorhat. Und der jetzt nach und nach die Figuren vorstellt. Ne? Das ist Chuck. Wir sehen Mick. Mick ist offensichtlich ein junger Mann mit T-Shirt und Hose, hat gewisse Parallelenähnlichkeit zu dir und fliegt hier gerade einen Berg hoch. Es gibt wohl auch fantastische Figuren. Jetzt habe ich einen Herrn Diss gesehen. Und er hat den Plan, dass man den Berg weiter hochkraxelt mit Disziplin. Ne? Er möchte halt das Ziel erreichen, das ist auf dem Berg. Und mit Chuck fliegt man kurz hoch, aber es reicht nicht. Aber Disziplin nervt. Und jetzt verkriecht man sich halt irgendwie in die Höhle, ne? Weil es ist halt doch schwierig, den Berg zu erreichen ganz alleine. Und da ist jetzt Debris. Ne? Also man verkriecht sich in die Höhle und man möchte am liebsten nichts anderes machen als fressen. Und da ist es nämlich gut, dass Mick auch noch die Tigermaus hat. Denn die Tigermaus hat immer gute Ideen und bringt Mick immer wieder auf neue Ideen. Das zeigt halt, dass es nicht nur einen Weg gibt, nicht nur ein Ziel, sondern dass es halt unendlich viele Möglichkeiten gibt und man sich gar nicht immer stressen muss. Und dass das Wichtigste ist, dass man halt gemeinsam einen Weg geht, ne? Zusammen mit Freunden ein Ziel erreicht. Und das ist halt eben auch so der Gedanke an Mick at Six, wo es halt so eine wachsende Community auch ist, dass ich halt, also viele von meinen Mick at Six Lesern, die stehen halt morgens auf, trinken ihren Kaffee und lesen meinen Comic und da geht es halt, ne, meistens um Motivation und wie kriege ich das alles geregelt. Ne? Und das hat sich so ein bisschen in die Richtung gebracht. Ne? Aber das war so der Ausgang der Frage, wo du sagtest, was erwartet mich da jetzt eigentlich? Ich habe jede Menge experimentiert mit Spielereien. Es gab auch tatsächlich mal Ansätze, Mick einen ganz eigenen Charakter zu geben, der gar nicht mehr viel mit mir zu tun hat und der wirklich so eine fortlaufende Geschichte erlebt. Aber es kam irgendwie gar nicht gut an. War aber eine coole Sache, war eine coole Co-Produktion mit Nigo Nego. Ich weiß nicht, ob du die Jungs schon hattest. Heute mit der Jungs. Ja, und mit den Jungs hatte ich eine Co-Produktion. Die haben Urlaub gemacht und da habe ich den kleinen Gastcomic spendiert. Und wo einfach mal Mick in so einer Kneipe in ihrem Nebencomic auftaucht. Also ich gehe gerade über die Beispiele hier auf deiner Seite drüber, michael-tewile.de und also erstmal sehr stilsicher, also ganz im Ernst, ich bin jetzt ja auch nur Laie, der sowas beurteilt, aber irgendwelche 18 Jahre Lücke kann ich überhaupt nicht erkennen, ganz im Gegenteil, das sieht toll aus. Wir haben verschiedene Formate, also es sind mal wie so ein Cartoon, quasi eine Seite
Wir haben aber auch, und das ist relativ häufig der Fall, einfach 2x2 Panels in Quadratform, wo ja das natürlich eben also diese klassische sequentielle Kunst ist. Ja, also zwischen den Bildern macht wird da die Kombination der Bilder macht die Geschichte. Gibt es da irgendwie einen Grund, wann du was machst oder einfach so, wie es passt? Ja, das gibt ganz einen massiven Grund, nämlich wie viel Zeit und Bock ich habe. Ne? Also, 4 Bilder sind schwieriger als ein Bild. Ja. Ja, also Geschichten, ich habe hier so, guck mal, das kann ich dir jetzt zeigen. Also man erlebt ja so irgendwie recht viel in seinem Alltag. Und ich mache mir da immer, das ist so geil, dass man so ein Handy hat. Ne? Und ich habe noch, guck mal, von 2080 habe ich im Moment noch 60 Comic-Ideen. 2017 mal ein bisschen Pause. Ich habe auch noch von 2016 und 15 hier noch über 100 Comic-Ideen, die so da sind. Ne? Das sind halt so Episoden, die ich erlebe oder philosophische Gedanken oder Sprüche, die mir einfallen, ne, die ich dann halt einfach sammle. Und ich versuche eigentlich mit Make It Six immer tagesaktuell zu sein. Das heißt, was ich jetzt gerade erlebe, oh cool, das zeichne ich als kleine Comic-Episode. Also morgen ist ein Interview-Comic dann da zu sehen, ja? Ja, morgen mache ich nichts. Ne? Morgen ist außerdem Samstag. Ja. Und ach ja, das hat sich auf Make It Six geändert. Ich mache nur noch werktags. Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Ja, ich finde, ja. Weil das auch so ein bisschen entspannt einfach auch. Ich stelle mir sehr stressig vor, diese Regelmäßigkeit zu haben. Manch einer hat Probleme damit, einmal in der Woche was zu veröffentlichen. Du machst das 5 Tage die Woche. Das ist schon ganz ordentlich. Produzierst du auch ein bisschen vor, gerade wenn du vielleicht mal in Urlaub fährst oder so? Boah, das wäre schön. Nee, dann Urlaub ist tatsächlich immer auch live im Urlaub. Ah ja, okay. Also ich habe Make It Six, versuche wirklich immer live zu sein. Ab und zu versuche ich schon mal was, wenn ich weiß, ich habe eine anstrengende Deadline, versuche ich mal was vorzuproduzieren, aber klappt selten. Also wir sind wirklich ganz oft, Make It Six ist wirklich immer, ihr schaltet das morgen um 6 Uhr ein und ich habe 2-3 Stunden vorher diesen Comic gezeichnet. Du bist Nachtmensch, oder? Ich bin, ja, so gezwungener, eigentlich freiwilligermaßen. Also, deckt sich das mit deinem regulären Rhythmus? Oder? Ja, der hat sich so ein bisschen geformt. Ne? Also okay. Ich bin jetzt, deswegen, es gab auf Make It Six eine kleine Pause von ungefähr einem Jahr. Alles klar, weiß Bescheid. Ja. Ich kenne das Thema gerade auch sehr gut. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ebenso. Schön, ne? Also es ist wirklich sehr schön. Es verändert einiges. Ne? Es verändert die Schwerpunkte nur zum Guten, ja, wie man jetzt so merkt. Und man kommt jetzt nach so einem Jahr Pause ganz anders an diese Comic-Geschichte ran. Also ich war 2015 gestartet und da muss man ja irgendwie auch mit Facebook irgendwie seine Comics veröffentlichen. Und ich weiß ja, hast du schon mal auf Facebook, hast du dich da schon mal mit befasst? Gelegentlich war ich schon mal auf diesem Facebook. Ja, und was, wenn du hast du eine Facebook-Seite? Ja, klar. Das ist also, ne, so eine Facebook-Seite zu betreiben ist, also wenn man Comics zeichnet und ich habe so gedacht, oh geil, du hast so eine Facebook-Seite und da veröffentlichst du deine Comics und dann werden die da so verteilt und die Leute können das gucken, aber das funktioniert ja gar nicht so. Ne? Gar nicht funktioniert das so. Das funktioniert gar nicht so. Der Algorithmus ist seit anderthalb Jahren absolute Katastrophe für kreative Schaffende, das ist absolut. Ja. Und genau, du musst halt wirklich eine Marketing-Sau sein. Ja. Und das irgendwie gut kann man machen, wenn warum man muss, warum musst du das sein? Es zwingt dich doch keiner, dass es mega erfolgreich wird. Es zwingt dich keiner, aber da musst du erstmal, wenn du keine Erfahrung hast am Anfang und du möchtest ja gerne mit deinem Comic größere Kreise schließen, ne, und deswegen kommst du dir erstmal so rein. Und wenn du überhaupt keinen Plan von nichts hast, ich wurde so platt gemacht von diesem Facebook-Quatsch, ne, da hast du so, gehst du so panisch rein. Und wenn du halt so ein tägliches Comic machst, dann hast du halt eben, du hast ja keine Pause. Ich habe keine Zeit zum Reflektieren gehabt. Ne? Also wenn du jeden Tag produzierst und ablieferst, bist du immer live, auch immer live mit deinen Emotionen, wenn die gut sind, wenn die schlecht sind. Ja? Und wenn ich irgendwas total fertig mache und runterzieht, dann kommt das auch die ganze Zeit raus. Deswegen also die 2016 Comics, da ist Depri richtig groß geworden. Ne? Und auch so Tage ist also deine persönliche Stimmung vielleicht ein bisschen. Ja, der Witz ist eigentlich mit Depri, das war eigentlich mehr so, ich hatte mal einmal so eine richtige Depri-Phase, so im Herbst, oder das war noch nicht mehr, das waren irgendwie Freunde von mir, ich weiß es auch nicht mehr. Also da kam auf jeden Fall die Figur Depri einmal so rein und passte so in den Herbst. Ne? Und die kam so gut an, dass ich dachte, oh cool, ja, irgendwie, das finden die Leute irgendwie viel besser. Dann machst du mal mehr mit Depri. Ne? Und dann habe ich jede Menge Depri-Comics gezeichnet. Du gehst auch mit dem Trend, oder? Das ist halt das Experiment. Ne? Also wenn du halt ein Experiment machst und nicht weißt, was du machst. Und ja, das war diese Facebook-Phase, ne? Wo du halt gerne mit Leuten in Kontakt kommen möchtest. Und du denkst, okay, ich muss Facebook bedienen und was wollen die Leute? Und dann klicken die Leute da deine Herzchen drauf und so. Und dann denkst du, jetzt muss ich das machen. Und dann habe ich halt jede Menge Depri-Comics gemacht. Und dann haben mich die Leute angerufen und gesagt, Michi, mach dir keine Sorgen, wir können gerne mal miteinander reden. Also wir haben jetzt halt wirklich gedacht, ich springe jetzt gleich über die Klippe. Ne? Dann haben wir gleich quasi von deiner Arbeit auf dich projiziert und dachten, das wäre dann ein Kürschluss, dass du das... Okay. Aber das ist ja das Absurde daran, das ist ja auch vieles daran, also Make It Six ist halt, ich sag mal zu 60% auch ich,
Ja, also dass es wirklich echte Geschichten sind, aber ich tarn die auch immer. Ne? Also ich möchte keine, das war ein schlimmes Experiment, dass ich mal wirklich Freunde in dem Comic veröffentlicht habe, in so einer Geschichte und die dann halt so mit, also man konnte sie, die Namen waren nicht drin, aber die Figuren waren halt schon an die echten Menschen angelegt. Wer wusste, wer es ist, der konnte es erkennen. Ja, die Personen wussten, wer sie waren. Und ich habe halt genau wie Big wird immer durch den Kakao gezogen. Und dann haben die Figuren einfach mitgemacht. Und das war halt dann der Leitspruch, ne? Wenn du deinen Comic machst, kriegt immer nur Mick auf die Mütze. Und das habe ich mal einmal sein lassen. Da sind Freundschaften zu Bruch gegangen. Also du zeichnest, was dir in den Sinn kommt. Du versuchst tagesaktuell zu sein. Du hast offensichtlich da auch ein, was ich gesehen habe, das hat irgendwie auch immer so einen humoristischen Anspruch jetzt gehabt, in dem, was ich jetzt an Beispielen gesehen hatte. Und man kann irgendwie auch nicht sagen, das spielt in der Fantasy-Welt oder das spielt in der Sci-Fi-Welt, weil das scheint mir jetzt auch gar nicht so der Anspruch zu sein, das in eine Welt zu verpacken. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann auch mal in gedruckter Form vorliegt? So richtig in gedruckter Form, das wäre natürlich mal eine schöne Sache. Ne? Also ich habe ja jetzt für den Comic-Salon einfach mal so ein kleines Heftchen produziert, wo ich so ein paar Comics rausgenommen habe, um die Figuren, also weißt du, wenn du zum Comic-Salon gehst und irgendwie so einen Tisch hast, dann kannst du da auch nicht nackt hingehen. Ne? Deswegen habe ich so ein paar Sachen mal in so ein Heft reingedruckt, dass man die Figuren kennenlernen kann, ein paar Postkarten gemacht, ja, aber es ist halt noch kein richtiges Buch oder keine zusammengeschlossene Geschichte. Ne? Das ist halt eben das Schwierige, aber auch das Schöne bei so einem Webcomic-Experiment, wo du halt einfach alles machen kannst und ich mache das auch. Ne? Das ist so ein bisschen gegen diese ganze Verlagsgeschichte, ne? Wo man halt eine Story und irgendwas... Kernkonzept braucht und so. Ja, ja. Ne? Genau, aber das, aber das ist vielleicht auch das Schöne und deswegen macht mir Mick at Six so viel Spaß. Und deswegen bin ich nach so vielen Jahren, das sind über 600 Episoden mittlerweile und deswegen bin ich da immer noch dran und habe Spaß, weil ich eben kein Konzept habe, außer um 6 Uhr morgens einen Comic abzuliefern. Und es sieht ganz gut aus, Leute. Riskiert auf jeden Fall mal einen Blick. Ich werde natürlich alle entsprechenden Infos auch reinballern in die Shownotes. Man kann das ja gar nicht übersehen. Wir finden dich auf deiner Internetseite. Wir finden dich auf Facebook, sowohl privat als auch mit deiner eben dort betriebenen Seite. Bist du auf irgendwelchen Webcomic-Plattformen auch unterwegs? Ich mache www.mick@six.com, ein bisschen Facebook, ein bisschen Twitter und... ja, das muss erstmal reichen. Reicht. Ne? Das ist schon Action. Kommt mich besuchen, ich freue mich. Alles klar, es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich würde sagen, wir trinken jetzt endlich mal dieses Bier aus. Boah, ja, es wird schon schal. Ne? Ich habe die Püschel. Also dann herzlichen Dank für das schöne Interview. Prost. Auf den Püschel. Danke, ciao. Ciao. Tag Nummer 3 hat begonnen. Wir sitzen wieder in Halle C, wo der Eintritt immer noch frei ist. Das ist mega geil. Und ich habe wieder einen Interviewgast am Start, mit dem wir heute ein bisschen plaudern wollen. Moin, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Dario, Dario Di Donato. Und dann meistens dahinter stelle ich dann Comic Writer Artist. Mhm. Du bist, glaube ich, aber auch mittendrin in der Szene. Du machst, glaube ich, ganz schön viel und kennst irgendwie auch jeden und alle kennen dich ein bisschen. Wie bist du eigentlich, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir, wie bist du da so reingerutscht, seit wann machst du den ganzen Shit schon? Also ich bin 2014 reingerutscht, ich muss jetzt kurz ausholen. Ich wollte immer schon Comics machen, seitdem ich klein war. Ich habe immer schon gezeichnet und ich fand Geschichten geil. Und dann kam es so, dass mit 11 oder 13 bin ich zu meinem Cousin nach Italien. Und das ist ein riesen Comic-Fan gewesen. Und der hat den ganzen Schrank voll Dylan Dogs und Nathan Ever und Frank Miller und Spider-Man und X-Men. Und auch Jippy heißt er, glaube ich. Den auch. Aha. Jippy. Den gibt es viel beim Avant Verlag. Ich glaube, das ist auch ein Italiener. Okay. Sag mir, also ich habe, was mich geflasht hat in diesem Jahr, ich weiß nicht, war, glaube ich, Jahr 1996. Und da lief Fettes Brot im Radio und ich war auf Kur, weil ich Neurodermitis hatte und Asthma. Und dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich nochmal 6 Wochen nach Italien. Und da gab es in diesem Sommer Age of Apocalypse von Marvel. Das ist ein Crossover gewesen, ja. Und da habe ich angefangen zu sammeln und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und hier gab es das gar nicht. Und dann hat da, ich glaube, Dino Comics angefangen und die ganzen Sachen. Und dann hat auf einmal ein paar Monate später hier die Age of Apocalypse und dann habe ich es angefangen zu sammeln. Und ich war immer der X-Men-Mensch, weil ich hatte immer Neurodermitis und Asthma. Und ich war sozusagen immer der Mutant und Außenseiter. Das war super geil. Echt? Ja, also jeder hat ja seine Superhelden und ich bin so X-Men, wir sind so die Außenseiter, aber wir kämpfen trotzdem fürs Gute. Und genau die Rolle, habe ich auch im Leben. Ja, und dann fast forward 10 Jahre, nachdem man ganz viel Schule durchgemacht hat, irgendwie
Mathe, Deutsch, Englisch. Also ich hole aus, aber das, wie gesagt, bringt alles, kommt zum Punkt jetzt danach. Viel Mathe, viel Deutsch, viel Englisch und solche Sachen. Und Schule war schon cool in der fünften. Also bevor ich in diesen Sommer gefahren wurde, hatte ich eine Belobigung. Und aus der Schule. In der Schule, genau. Also deswegen haben sie mich auch dann in die Kur gehen lassen, 6 Wochen, und dann nochmal früher nach Italien, weil die gesagt haben, ja, der ist ja super. Der ist so schlau, der braucht das alles nicht. Der braucht das nicht. Und dann bin ich gekommen und ich bin auch noch schlau geblieben, aber dann irgendwann hatte Steffi neben mir die Hotpants an und dann waren andere Sachen auch irgendwie spannender. Und dann, als ich die 10. Klasse aufgehört hatte, hatte ich 4-4-4 in allen Hauptfächern. Und ich war so eher so, ich habe das auch nicht gecheckt, dass Prüfungen sind und naja. Und dann, meine schulische Karriere ist dann eher gemixt. Ich wusste nur, ich möchte studieren, damit ich irgendwann mal sowas wie Comics machen kann. Und ich wusste, das muss man, glaube ich, studieren. Und dann gab es so eine gemixte Schulkarriere mit ganz viel beschissenen Fächern, die ich nicht machen wollte. Mhm. Ich erzähle das nur, weil das alles zu meiner Story dann führt. Also ich gehe da sozusagen durch meine X-Men-Schattenjahre, ja. wo ich nicht das sein kann, was ich sein wollte. Ich wollte ja immer Comics zeichnen und das gab es damals dann eben nicht. Und ja, dann hangel ich mich halt von Apathie und Job und arbeite im Stahllager und mache halt meine Schule fertig und mein Abi, so mit Ach und Krach alles, und fange an, irgendwann Verpackungstechnik zu studieren, weil es gibt ja sozusagen, also ich habe mich an mehreren Kunsthochschulen dann beworben, in Baden-Württemberg, und meine Sachen waren aber teilweise noch nicht so gut, also ein bisschen untrainiert gewesen, aber auch viele haben gesagt, okay, was sollen wir machen mit dem Comic-Shit, wir wollen irgendwie Zeug, weiß ich nicht, also so Kunst halt, das könnt ihr sehen, oder Aktzeichnungen, und was sollen wir hier mit Comicseiten? Bewerb dich beim Verlag. Der Verlag hat natürlich gesagt, ja, hallo. Der Verlag sagt dann natürlich, ja gut, du bist halt noch ein Kind und wir brauchen halt Leute, die schon ausgebildet sind. Wer bist du eigentlich? Ja, wer bist du eigentlich? So, schön, dass du uns anschreibst, aber danke, nein. Ja, und damals gab es, glaube ich, ich hatte damals noch kein Internet, und das ist auch ein entscheidender Faktor, der dann 10 Jahre später schwer ins Gewicht fällt. Also die Demokratisierung des Wissens über Handwerk, so nenne ich das jetzt. Gut, und dann geht's weiter, mache ich Verpackungstechnik, dann fliege ich da raus, und während ich das gemacht habe, habe ich aber immer gedacht, ich möchte Comics zeichnen oder Filme machen. Also eines Tages habe ich das mit Comic aufgegeben und habe gedacht, gut, Film ist dann das Nächste. Und dann habe ich mich für eine Filmhochschule beworben, abgelehnt worden. Ich hatte noch keine Referenzen und auch niemand hat irgendwie auch gesagt, ja, so kriegst du Referenzen, sondern einfach so... So hatte ich das Gefühl, dass man gesagt hat, so, tut mir leid, du bist nicht geeignet und du brauchst dich auch nie wieder melden. Also das ist, wie gesagt, nur mein Gefühl, aber ich habe mich da mein ganzes Leben lang immer so im Stich gelassen gefühlt, weil ich wollte Comics machen, ich wollte Film machen, und es gab schon Helfer und Sachen in der Stadt, wo es dann auch Projekte gab, so, wir machen zusammen einen Film oder wir machen zusammen einen Comic, und die Sachen haben mich immer weitergebracht, aber es gab viel zu wenig, sehr, sehr wenig, also low energy sozusagen in diesem Ding. Und dann bin ich irgendwann rausgeflogen aus Statistik, und ich weiß, dass viele Leute dann sagen, ja, zieh das durch und mach das als Nebenberuf, aber ich habe da richtig immer den Drang gespürt, ich muss das machen, nichts anderes hat mich glücklich gemacht. Ich habe auch zum Beispiel, wo ich in einem Stahllager gearbeitet habe, habe ich irgendwann Depressionen gekriegt und einfach angefangen zu zeichnen. Oder als ich Statistik, Trittversuch dann wäre es gewesen im 4. Semester, und statt dann auf Statistik zu lernen, habe ich die ganze Zeit Eon Flux geguckt und The Max und Comics gelesen. Dann bin ich auch noch Prioritäten korrekt gesetzt, ne? Ja, und ich dachte so, mein Gott, was machst du dein Leben, und du musst Geld verdienen und alles ist wichtig, und deine Eltern und die alle verlangen von dir, dass du Ken bist und da alles auf der Reihe hast, und du bist ein Versager, weil alles, was du machen willst, ist Comics zeichnen und lesen und animierte Sendungen gucken. Und da gibt es natürlich schon einen Teil, der dann kritisch betrachtet werden kann, wenn man das überhand nimmt. Aber das war trotzdem, also das war eine Passion einfach. Da hat was gebrannt und alle haben immer gesagt, ja, der Dario, der ist faul. Also früher, der ist schon intelligent, aber der ist faul. Und das Wort faul gibt es einfach nicht. Das Wort faul ist sowas wie George Orwell, Neusprech. Ja, das ist ein Wort. Faul heißt eigentlich, man könnte sagen, apathisch. Und apathisch heißt, wenn ich nicht das haben kann, worauf ich brenne, dann tue ich nichts, weil, ja, also, das ist eigentlich die Wahrheit. So. Das heißt, so dieses Layback, leck mich im Arsch, ich mach gar nichts, und gibt's eigentlich gar nicht. Das heißt nur, dass die Sachen, auf die man wirklich Bock hat, die wurden nicht gefördert. Schlimmer noch, das ist so Self-Imprisonment. Also das ist so, du gibst auf, du glaubst, also du wurdest so oft bestätigt in dem Glauben, dass das, was du haben willst, für dich nicht möglich ist, und du probierst es nicht mehr. Und das ist eigentlich eine Selbstaufgabe, das ist eigentlich eine Depression.
Und wenn wir jemand labeln als faul, dann zur Hölle, haben eigentlich die Eltern und die Gesellschaft versagt und dieser Person beigebracht, dass, also gelernte Hilflosigkeit. Ich sag das jetzt deswegen, weil das kommt alles jetzt dann gleich zu meinen Comics. Würdest du also sagen, du hast immer so ein bisschen kämpfen müssen? Das war immer so ein Kampf gegen irgendwen oder irgendwas, vielleicht auch gegen dich selbst, oder war das eigentlich gar nicht so der Fall? Also der Kampf gegen einen selber, den führt man ja eigentlich auch nur, weil man die ersten 20 Jahre oder die ersten 10 Jahre seines Lebens eigentlich ein Blatt im Wind ist. Man wird ja geprägt, man ist als Kind weich, man ist abhängig, also man ist sozial, physisch, wie sagt man ist abhängig in jeder Form, emotional vor allem auch. Wenn die Eltern sagen, nee, ich finde es nicht okay, was willst du machen? Du bist ja von denen abhängig. Und wenn die dann sagen, ja, also du feierst deinen Comic und deine Eltern, sag ich mal, sind so gestresst von ihrem eigenen Leben. Also manche haben natürlich, also mein Vater ist früh gestorben und meine Mutter war dann da, aber die war einfach gestresst vom Single-Mom-Dasein. Das glaube ich, ja. Und dann hat sie auch das Interesse nicht geteilt mit den Comics und sie muss es auch nicht, aber oft, sag ich mal, wenn wir gewissermaßen in Stammesstrukturen leben würden oder wenn mein Cousin in der Nähe gewohnt hätte, der hat ja in Italien gelebt, dann hätte man diese Passion teilen können mit Leuten, die auch brennen und man hätte dann das machen können. Aber hatte ich so nicht. Gleich hatte dann auch andere Leute, die es dann hier cool fanden, aber oft, ich weiß noch, ein Mädel, mit der bin ich so ausgegangen und dann bin ich zum Bahnhof. Damals gab es die nur am Bahnhof, die Comics. Die konnte man nicht kaufen. Da gab es nicht irgendwie Panini, fette Dinger, sondern da gab es einfach nur so im Bahnhofsladen den X-Men Nummer so und so. Mhm. Und sonst gab es den nicht irgendwo zu kaufen. Und dann bin ich da hin und das Mädel hat mich dann ausgedacht, ach, du liest noch Comics. Und ich dachte so, ja, und man ist ja, also ich bin mein ganzes Leben lang beschämt worden, dass ich brenne auf meine Passion, dass ich zeichne, dass ich Wert sehe in dem, was ich da schöpfe und aufs Papier bringe und auch das, was ich da konsumiere. Es ist ja nicht nur eine Abwertung deinerseits, sondern eben auch Mediums, für das du brennst oder generell für diese Szene-Thema, also für was du eben brennst, wenn man jetzt im Vergleich zu Italien zum Beispiel zieht, was ja auch Comicland ist irgendwie, Da gibt's die dann. Da wird dir dieser Vorwurf, ich werde Comic-Künstler, das wäre gar nichts, woraus man dir einen Vorwurf stricken könnte. Nee, ja. Das liegt, glaube ich, also vor allem Stuttgart und Umgebung ist ja so Maschinenbauland und Autoland und Zahlen und Krankenkassen. Das ist gar kein Vorwurf, alles okay, aber ich meine, die Kunst, also oder wenn dann Kunst gefördert wird, eben noch nicht Comic-Kunst, also vor 10 oder 15 Jahren, wo ich das dann machen wollte. Und dann, du hast eine Abwertung des Mediums, und aber ein Medium ist ja das, wir haben das jetzt verstanden, ist einfach nur ein Mittler, also wie Musik oder wie Film oder ja, wie alles. Es ist einfach ein Kommunikationsding und Comic ist ja eigentlich auch das Demokratischste. Du brauchst ein Blatt Papier und einen Stift. Kannst sofort loslegen. Du musst auch nicht lesen. Sofort veröffentlichen, ganz im Gegenteil. Ich finde nicht, jeder Comic muss dafür gemacht sein, ihn auch zu veröffentlichen. Nee. Aber was du jetzt angesprochen hattest, ist ja im Endeffekt auch ein Fazit, das wir teilweise gestern auch fernab des Mikros gezogen hatten, weil du sagst, ein Comic als Mittel, als Medium quasi, um ein Thema vielleicht auch anzubringen, wie, oder meinetwegen auch Musik, wie du jetzt Vergleiche gezogen hast. Also ich denke immer, ein Medium ist immer, also vor allem, ich sehe uns immer Menschen als soziale Kreaturen und ich vergleiche das immer so mit guten Darmbakterien. Und ich weiß, dass zum Beispiel auf dieser Welt gibt es Leute, die sagen, ja, wenn der eine prosperiert, tut es der andere nicht. Ich habe so viele Bücher gelesen und eigene Lebenserfahrungen mittlerweile, dass ich sagen kann, wenn es mir gut geht und wenn ich dem anderen auch was Gutes tun kann oder wenn der mit mir an einem Strang zieht, dann geht es allen gut. Also dieses Win-Win und Seek to Understand and then to be understood. Und selbst wenn es dann irgendwelche Leute sind, die dann bei der AfD sind, dann würde ich versuchen, nicht zu sagen, was du sagst, ist komplett. Also die zu beschämen und zu sagen, nein, das ist nichts wert, sondern erstmal sollte man zuhören und sagen, was ist denn deine Hauptangst, was möchtest du sagen? Und manchmal sind auch zum Beispiel kleine Kinder oder ich oder irgendwelche anderen Leute oder manchmal sind die Botschaften nicht direkt, sondern man sagt indirekt etwas, weil direkt würde dann rauskommen, dass man verwundbar ist oder dass man Angst hat und dann sagt man, ja, ich hasse dich, was eigentlich heißen kann, du hast mich verletzt oder das gefällt mir nicht, was eigentlich heißen könnte, ich habe Angst, dass das und das überhand nimmt und dass ich dann zu kurz komme, weil ich schon zu kurz gekommen bin in meinem ganzen Leben. Und genau, da schließt sich auch dann der Kreis. Also dann habe ich mich beim Film beworben nochmal, als ich dann aus Statistik rausgeflogen bin und alle haben gesagt, so scheiße, jetzt hast du 4 Semester Ding und dein Leben ist jetzt im Ende, damals war ich 25. Da denkt man schon, dass man übel alt wäre. Mhm, ja, klar. Und alle sagen so, ja, du musst jetzt dein Leben in den Griff kriegen und Geld verdienen und wichtig und Familie aufbauen, was ja auch alles schön und gut ist, aber die setzen sozusagen, wie sagt man, den Karren vors Pferd. Mhm. Und das funktioniert nicht. So geht's dann kein Karren. Du brauchst das Pferd zuerst, ja. Und
Ja, also ich gucke jetzt auf die Zeit, aber ich gebe mir von mir. Genau. Gut, also wir jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt und du hast auch im Vorgespräch gemeint, das gibt ja auch deine YouTube-Uploads, wo wir auch vielleicht so einen groben Eindruck von dir kriegen können. Man kann dir auf Social Media folgen, wo du auch sehr aktiv bist und da auch teilweise mal Sachen teilst und kommentierst. Vielleicht sollten wir jetzt aber auch ein bisschen gezielt mal auf deine aktuellen Arbeiten kommen und auch Sachen, die du so aktuell veröffentlichst oder auch schon hast. Vielleicht, was ist denn das, dein aktuelles Werk? Was können wir uns denn von dir anschauen? Wo gibt's denn da was? Mein aktuelles Comic heißt The Last Pickup Artist. Mhm. Das kann man in YouTube eingeben, in Google eingeben und alle Comics, die ich jemals machen werde, werden umsonst im Internet verfügbar sein. Und gleichzeitig mache ich die wahrscheinlich alle für Print, weil ich gemerkt habe, irgendwie, ich mag das, Sachen in der Hand zu halten. Mhm. Und genau, das ist so dann mein Medium. Und The Last Pickup Artist ist so Escape from New York meets American Pie. Okay. Oder nicht American Pie, aber oder irgendwie so Self-Help. Warte, ich schließe noch schnell den Ding. Also, ich bin von der Dingschule rausgeflogen, habe mich dann in der Filmschule beworben, wurde dann mit Kusshand dann genommen beim zweiten Mal, weil ich genug Referenzen hatte. Habe dann 3,5 Jahre das gemacht, habe dann beim Film gearbeitet. Alle waren dann zufrieden, dass ich endlich einen Job habe. Habe dann da 2 Monate gearbeitet, war unglücklich. Habe aufgehört, das war Ende 2013 und habe angefangen, bei mir selber Comic zu machen. Und in dem Jahr habe ich einfach nur gezeichnet und sehr arm gelebt. Und da bin ich dann langsam in die deutsche Comic-Szene, weil ich gedacht habe, ich bin so gut und ich kann das auch alles. Und dann habe ich langsam angefangen zu sehen, was es in Deutschland gibt. Und mein Level war total schlecht eigentlich. Und das musste ich dann zuerst eingestehen, dass ich nicht so gut bin und dass es ein Lernprozess ist. Genau, und da kommt dann, und auch in den letzten 10 Jahren, also das, wir kommen jetzt gleich zum Comic, The Last Pickup Artist, irgendwie in 2010, ich wollte mit irgendeinem tollen Mädel zusammenkommen und hat es nicht geklappt oder war ich so niedrig, also so niedergeschlagen, weil die war so toll und es war die Beste und alles. Jetzt gibt ja noch andere Mädels, ich, ja, aber die war so toll. Ja, das und dann besten, Kumpel ne? dann so, die ja. Die Besten sind einfach die Besten. Ja, die Besten sind die Besten und dann, ja, und dann hat ein Kumpel gesagt, ja, aber irgendwie, da gibt es auch sowas wie Pick-up und ich so, was ist das? Und das, ja, du gehst zu Mädels hin und das ist mittlerweile, oder Pick-up Artist, das ist so, man lernt sozusagen, wie man Mädels anspricht. Das hat eine sehr negative... Ach, diese Coaches und Berater, genau, die gelegentlich Coaches, diese tollen Tipps im Netz findet und so. Genau, okay. Das hat eine sehr negative, wie sagt man, Färbung in Mainstream. Was es für mich allerdings war, für mich war es so eine Sache wie, für mich war das die Spitze des Eisbergs oder so der Anfang der Erleuchtung oder so, wie bei Neo, wo er The White Rabbit sozusagen sieht und da fängt dann die Matrix an, weil... In dem Moment habe ich gemerkt, okay, wenn es irgendwie nicht klappt mit dem Mädel und du kannst das lernen und du kannst gucken irgendwie, wie du bescheuert bist und immer besser wirst, also nicht auf eine doofe Art und Weise, aber das ist so eine Art Selbsterkennung dann gewesen, so Sachen, die nicht funktionieren. Und das hat jetzt auch nicht nur auf das Thema Frauen begrenzt. Nicht nur auf das Thema Frauen, auf das komplette Leben so. Warum, also das hat mich dazu gezwungen, besser hinzugucken und geduldig zu sehen, wer bin ich, was bin ich nicht. Und so ist es beim Zeichnen auch und so ist eigentlich auch der Comic. Und der Comic ist eigentlich auch, und das ist eigentlich auch meine Hauptfazit und was immer einfließen willst, also Comic Nummer 1 ist praktisch, du hast es in der Hand, du wurdest geprägt, du kannst aber auch Sachen wieder rausprägen und neu reinprägen, du musst klein anfangen, Baby Steps, und dann sozusagen musst du auch vielleicht jemand haben, der dich da führt. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2014 Ralf Niese, also ich habe in ganz Deutschland geguckt, fand ein paar Sachen cool, aber vom Ralf Niese aus Leipzig fand ich die Sachen am coolsten und habe ihn angeschrieben auf Facebook und habe ihn echt lange genervt und habe gesagt, ja, wie machst du das? Und er hat mir immer geduldig geantwortet und hat gesagt, ja, guck mal das oder hier, nimm mal den Stift. Und ich habe am Anfang noch angefangen mit dem Grafiktablett und bin dann irgendwann auf analog und finde das jetzt mittlerweile geil, also mit Stift und Papier und Vorzeichnen oder also Ralf macht Lightbox. Ja. Und genau, und dazu, also ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht über Comic gequatscht, sondern eher über mich. Und was ich wichtig finde oder was bei mir im Vordergrund ist, ist Storytelling. Also wichtig ist, dass ich eine Geschichte habe oder irgendetwas teile, meine Erfahrungen und irgendwie meine Sicht von der Welt. Egal, ob sie schlecht oder gut ist, weil dann kann Feedback kommen. Und ich glaube, deswegen ist wichtig, dass man Comic macht oder Comic so ein wichtiges Medium, in dem man sich ausdrücken kann. A, weil man es theoretisch alleine machen kann, was ich eventuell aber auch, also ich kann es empfehlen, ich kann es aber auch nicht empfehlen, weil es ist ein großes Unterfangen, zu zeichnen, zu schreiben, zu kolorieren, zu drucken und dann nochmal Marketing, das ist ein Job für eine ganze Firma oder 10 Leute. Man kann es aber auch alleine machen, man braucht dann aber auch Rat oder man muss angewiesen werden. Und dieses, mein Comic, das ich jetzt mache, oder alle Comics, die ich mache, sind eigentlich ein bisschen so,
so war ich, also Dario, so das war mein dummes Leben und so könnte und so habe ich gelernt für mich, also persönlich, ich teile dann nur meine Erfahrung, ich sage nicht, dass das für jeden funktioniert, weil ich glaube, Wahrheit kann für jeden was anderes sein, also dir stehen jetzt diese Batman-Hosen sehr gut und du fühlst dich darin sehr gut und ja, weißt du, was ich meine? Und für mich sind jetzt diese und für jeden ist die Wahrheit anders und es ist gut so, dass wir so vielfältig sind und ich glaube, das kann man im Comic einfach so ausdrücken wie im kleinen Medium, weil du also zu 100% oder zu einem großen Prozent wirklich der alleinige Schöpfer dieser Sache sein kannst. Mhm. Und deswegen mache ich Comics, die den Leuten zeigen, so kann es gehen. Und dazu habe ich halt noch diesen Stil, der relativ simpel ist und einfach dann, ich sag gleich, also wenn Leute zuhören, die Comics machen, sucht euch die Sachen zusammen, die euch gefallen, nicht das, was gehypt wird. Ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Comics gesehen, die dann einfach in den Bestsellerlisten waren. Die haben mir gar nicht gefallen. Also ja, oder gestern war die Preisverleihung vom Max und Moritz Preis. Das muss nicht zwangsläufig auch den eigenen Geschmack abdecken. Genau, also das ist manchmal einfach nur so eine Empfehlung, aber guckt, was euch anzieht. Und zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade hier ins Regal und ich sehe da hinten Mouseguard und ich will das nachher in die Hand nehmen und das zieht mich an. Und dann aber manchmal sehe ich zum Beispiel Greg Capullo und ich mag den, aber zum Beispiel dieses Batman mit Snyder, fand ich so eher, naja, dann, und das ist okay und dann, euch muss nicht alles gleich gefallen, dann spielt die Coverband, also zeichnet ab, folgt, ich folge zum Beispiel gerade, oder ja, haben wir schon gesagt, John Romita Jr. macht so eckig und blockig oder Frank Miller ist auch nicht immer die schönste Zeichnung, aber das sind die Sachen, die mir gefallen und dann studiere ich richtig, wie machen die das und das studiert man manchmal, indem man es abzeichnet und langsam, also es ist wie man, wenn man eine Sprache lernt, man bekommt dann in der Hand oder im Kopf oder im Körper speichert sich dann so ein Vokabular, wo man gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Okay, so mache ich Schatten, so mache ich Inks, so werden meine Gesichter, so werden meine Augen. Und also wenn jemand zuhört, also ich würde es nicht kopieren nennen, das also auf jeden Fall inspirieren und lernen, wenn ihr Gitarre oder was anderes, dann ist es manchmal immer die Übung einer einzelnen Sache. Aber ja, orientiert euch auch, wie machen die Panels und spielt die Coverband so lange, bis ihr mehr oder weniger wird dann eh euer eigener Strich oder eure eigene Storytelling durchbrechen und ich habe ja ganz viele Comics, die mir gefallen und dann aber, sage ich mal, so 5, 6, wo ich drauf schwören würde, wie gesagt, im Moment bei mir ist es Walter Simonson, Mike Mignola, Frank Miller, solche Sachen und dann sehe ich da Parallelen zwischen den drei, dass sie alle eher simpler zeichnen, reduzieren und ich sage so, ja, damit resoniere ich und das ist meins und jemand anders macht dann vielleicht eher Jim Lee oder jemand anders findet dann irgendwelche deutschen Zeichner dann cooler und sagt so, boah, ich finde das total cool und ich oder Animated Style und das ist mein Ding, also ich zeichne Comics, die andere Leute inspirieren, die cool sind, also wahrscheinlich gibt es einen Link unterhalb des Podcasts. Selbstverständlich, ja. Und dann könnt ihr euch das ja auch angucken und ich plädiere immer dafür, do it yourself oder try it yourself, frag nach Hilfe, frag nach Feedback, poste, sei geduldig, das wird eine Weile dauern, ich habe 2014 angefangen, also du hast das ganze Jahr 2014, habe ich wenig Feedback bekommen, aber 2, 3 Leute hat es gefallen und das hat mir auch schon gereicht, mir hat es gefallen, mich voranzutreiben, mittlerweile gefällt es Leute aus L.A. schreiben mich an. Oder wäre so ein bisschen auch ein Wunsch von dir, von dem ganzen Ding doch in irgendeiner Form leben zu können? Sei es, du hast gemeint, du willst deine Comics kostenlos zur Verfügung stellen. In den Staaten läuft ja generell das Konzept von Künstlern, die sich über Patreon zum Beispiel unterstützen lassen, sehr erfolgreich. Ja. Ist ja auch ein Modell, das gerade bei einer gewissen Kundschaft, sage ich mal, funktionieren kann und auch wunderbar ist. Ist das für dich ein Modell, das funktionieren kann? Also ich in den letzten 4 Jahren habe ich meine Freiberuflichkeit aufgebaut und war dazwischen nochmal beim Trickfilm, um einfach nochmal Kohle zu scheffeln. Ich würde jedem Künstler empfehlen oder auch jedem, also auch in allen meinen Businessbüchern ist immer multiple Standbeine. Wichtig ist, dass ihr euer Grund, also ihr seid sozusagen Bäcker oder ihr backt, so das ist bei mir mein Zeichnen, das ist meine Zeichnen und Schreiben. Aber ich mache zum Beispiel Comics, das ist jetzt mein Produkt, das kann ich verkaufen, während ich schlafe. Das kostet aber sehr viel, das zu produzieren, einfach an Zeit und Mühe. Und die Kosten sollten gering gehalten werden, dass es erschwinglich ist. Das heißt, davon könnte man im Moment noch nicht leben, wenn ich noch keinen Verlag habe oder eine Pipeline oder, also ja, wenn ich eine Brezel backe und die eine Brezel verkaufe, dann für 75 Cent, werde ich davon noch nicht leben können. Ja, klar. Ich habe aber das Patreon schon und kriege im Moment $35 und mein Ziel ist es wirklich auf $2000 zu kommen.
Die Wahrheit dahinter ist, ich bin noch 33 und die meisten Leute, die davon sehr viel Geld verdienen, haben schon 10 Jahre Content gemacht. Also die meisten Leute sind schon, haben eine Followerschaft. Und das muss keine große sein. Also wenn ihr 500 Leute habt, die euch jeder einen Euro gibt über 12 Monate hinweg, habt ihr ein Einkommen monatlich von 500 Euro. Wenn ihr Student seid und zuhört, dann ist es cool. Ordentliches Geld, ja. Und wenn ihr erwachsen seid und ihr habt eine Familie, ich weiß nicht, wie viel ihr dann braucht, aber wenn ihr 2000 Fans habt, die euch alle einen Euro geben oder 1000 Fans, die euch zwei geben und diese Variation, dann reicht das. Das ist jetzt die Theorie. Die Praxis sieht dann nochmal anders aus. Ja, zwischen Theorie, gerade weil es sehr optimistisch gesprochen ist, ich meine sowas wie eine Krankenversicherung und so, das könnte auch mehr sein als 2000. Das könnte auch mehr, genau. Also, aber das ist die Theorie. Es funktioniert auch. Aber damit es funktioniert, braucht ihr Geduld und ihr müsst diese Basis aufbauen. Und diese Basis baut ihr nicht auf mit schnell Marketing oder irgendwie sowas, sondern ihr müsst jede einzelne Person, mit jeder einzelnen Person müsst ihr connecten. Und jede einzelne Person muss wissen, dieser Künstler liegt mir am Herzen. Und damit ihr das machen könnt, müsst ihr, ja, also nicht irgendwie Spam, sondern Stück für Stück, man sagt, a relationship at a time. Also, und das mache ich und das langsam fruchtet das. Und dann auch jedes Comic, das ihr macht, jede Zeichnung, das ist wie so ein kleines Sandkorn oder wie ein kleiner Stein, mit dem ihr langsam Rom aufbaut. Also denkt nicht, dass ihr innerhalb von ein paar Jahren dann auf einmal auf euer Geld kommt. Wenn ihr schon 10 Jahre im Business seid und habt eine Followerschaft, dann ja. Und ja, mein Plan ist es, von Comic zu leben. Ich habe aber auch vor, sowas wie eine Medienfirma aufzubauen. Ich fange oder habe jetzt angefangen, Workshops zu geben oder eine Comicschule aufzubauen. Das ist dann nicht so klassisch, dass ich mir ein Haus miete, weil das könnte ich gar nicht zahlen. Aber ich bin dann einfach auf meine Stadt zugegangen und habe gesagt, ich könnte gerne anbieten. Und dann habe ich erstmal im Haus der Familie oder sowas wie Volkshochschulkurse oder mal für Schulkurse. Und dann habt ihr ein zweites Standbein. Dann könnt ihr auf einmal Leuten Zeichnen beibringen oder Comic beibringen. Und dann kommt da auch Kohle rein. Ihr könnt Comics verkaufen und dann kommt natürlich die ganz klassische Auftragsarbeit. Die Auftragsarbeit sieht dann so aus, jemand bestellt entweder eine Privatperson, könntest du nicht für meinen Geburtstag was zeichnen? Und du sagst ja. Und dann lernt ihr langsam, wie das geht, Freiberuflichkeit, Steuer machen. Und dann, ja, da, also ich habe davor, auf meinem Kanal noch ganz viel drüber zu machen. Also A, wie zeichne ich, wie mache ich Comics? Dann B, aber wie ziehe ich das Business auf? Weil ihr könnt auch nicht den ganzen Tag nur arbeiten und dafür wenig Kohle verdienen. Ja, das habe ich auch schon durchgemacht. Oder ihr könnt auch zum Beispiel viel Kohle verdienen und nicht mal Zeit haben, euch Hosen zu kaufen, obwohl ihr schon Löcher in den Jeans habt. Die Zeiten hatte ich auch. Das ist so, also ich möchte auf jeden Fall, mein Auftrag ist es, Comics zu machen. Das möchte ich mein ganzes Leben. Damit habe ich, da habe ich schon ja gesagt und ich habe schon eine Pipeline an guten Comics. Die möchte ich immer so machen, dass die mainstreamig sind oder richtig geil und spaßig. Aber das ist immer gehaltvoll. Eine gute Message drin ist oder irgendwas, was man mitnehmen kann. Sorry, dass der Podcast so lang wird. Aber dass du das trotzdem mit in dein eigenes Leben mitnehmen kannst, egal ob das mit Beziehungen zu tun hat, Finanzen oder wie baue ich mein Business auf oder wie finde ich meine Berufung. Also das ist so, ich möchte da alles abdecken. Einfach, weil ich denke, dass es wichtig ist, das zu teilen. Also ich habe so einen Bildungsauftrag, mal abgesehen davon, dass ich Comics mache. So einen persönlichen. Ich ja, weil alle, die nach mir kommen, sollen es leichter haben. Weil ich hatte, die letzten 30 Jahre waren nicht einfach. Und wenn ich den Leuten, also wobei, dass ich das jetzt machen kann, ist, das ist ein Riesenprivileg. Also ich bin auch gleichzeitig die dankbarste Person der Welt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass jeder, der Comic wirklich machen will oder irgendwie ja. Illustration oder Zeichnen ja. oder irgendwas diese Ader hat, soll er es auch machen. Und ich möchte ihm alles geben, wobei das Internet heutzutage sehr dankbar ist. Genau, also Comics möchte ich machen, Comicschule möchte ich machen. Ich möchte auch eine Makerschool machen, die heißt Beruf, Berufung, Traumberuf, Traumleben. Dazu wird es einen Comic geben, also praktisch wie ihr euren Traumberuf oder Traumberufung findet. Das wird so in dem Stile sein, Warhammer Fantasy meets Herr der Ringe. Das wird ziemlich cool. Davon wird es einen Comic geben, davon wird es einen Kurs auf YouTube geben, also der halt, sag ich mal, ganz normal und trocken ist dann in 10-Minuten-Videos. Ich möchte ein ganzes Imperium aufbauen. Das klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber der Plan liegt schon. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Stück für Stück das Abarbeiten. Und das Abarbeiten dauert. Allein schon das glaube ich sehr gern, ja. Allein schon das Comic machen, das dauert einfach einen Monat oder Monate und dann habt ihr einfach nur einen Comic mit 24 alles Seiten klar, und dann habt ihr einfach noch kein Imperium. Aber jedes Mal, wenn ihr einen Schritt macht, ihr müsst die Sachen nicht allein machen. Wie gesagt, manchmal helfen euch dann Eltern, Onkels, Tanten, Freunde, Leute, Fans. Später sind es dann Stadt, große Firmen, also Verlage. Also bleibt am Ball und nicht aufhören, das ist glaube ich immer so ein guter Tipp. Genau, bleibt am Ball und bleibt auch immer so ehrlich zu euch selber ja. und auch zu anderen. Also seid geduldig. Wenn ihr irgendwie zu 33 seid und ihr fangt mit Comiczeichnen an, dann ist noch nicht zu spät.
es ist nie zu spät. Und auch wenn ihr 50 oder 60 seid, fangt an. Wenn ihr 17 oder 18 seid, dann seid ihr an einem sehr guten Punkt. Und wenn ihr erstmal scheiße seid oder richtig sackt, dann sackt. Das ist okay. Ihr werdet auf jeden Fall besser werden. Wenn man eine Sache 1000 Mal macht, wird man besser. Dario, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr informatives Gespräch. Vor allem kann ich, glaube ich, auch deinen YouTube-Kanal und deine Videos da auch auf jeden Fall, guck da mal rein. Das ist echt eine super Sache, glaube ich, soweit ich sie gesehen habe. Ich kenne natürlich auch noch nicht alle. Nee, also. Und da ganz viel, vor allem auch Kraft und Erfolg natürlich auch bei deinen großen Projekten, die du dir vorgenommen hast. Scheint eine Lebensaufgabe zu sein, die du dir da gesetzt hast. Es ist eine Lebensaufgabe, ja. Es ist die Aufgabe, Comics groß zu machen in Deutschland und in der Welt. Oder beziehungsweise einfach das Fundament zu setzen. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.